Nein, du! Hallo, jetzt muss ich dein Scream muten. Dich doppelt. Wäre alle doppelt. Alle doppelt! Ich muss dich erstmal größer machen. Nein! Sim, ihr seid sehr klein. Sehr groß machen. Ah, okay, Steam Avatars, dann eben starte ich dich eben nochmal, wenn du nicht willst. Denn du hast schon wieder die perfekte Position bei mir erwischt. Alles auf. Ist gut. Nein, habe ich nicht. Ich finde es sehr gut, dass zwischen Lou und Hennig sehr viel Platz ist. Sehr viel Platz. Aber Lou, ich habe doch gestern erst geduscht, ich kann so doll nicht stinken. Auch bleib weg. Hallo, Sicherheitsabstand. Echt mal. So, habt ihr uns, also so sieht das gemacht? Haben die anderen ihren Stream gestartet? Noch nicht. Ich schreibe noch meinen Tweet und dann starte ich. Ja, da bin ich auch gerade dabei. Den habe ich schon. Hennix ist ein bisschen zu nah an Pixel. Nicht Hennix, sondern Hennix Flamara ist zu nah an Pixel. Und das ist okay. So, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, Leute, haben Hennix und ich ein bisschen Sunhaven gespielt. Aber auch wirklich nur ganz wenig. Ja. Ganz wenig. Das ist so viel ist das nicht. Also, weiß ich nicht. Ich kann mal kurz schauen, wie viele Spielstunden wir gespielt haben. Aber Steam lädt gerade nicht. Steam! Haben wir zusammen eine Dings gestartet wieder? Ja, wir haben einfach zusammen gespielt. Yes. So, hier. Jetzt? Wir haben ja nur... Wir haben ja nur 19 Stunden gespielt. Ja. 19. Ja, das geht ja. Wir haben bis jetzt zusammen übrigens 7 Stunden zusammen gespielt. Wir haben beide einen anderen Plot Bereich gewählt, wo wir standen. Jetzt starte ich. Nämlich haben Hennix und ich unsere Plätze einfach getauscht. Ich habe eine Schlange gespielt und Hennix einen Engel. Und ich habe mich auf jeden Fall auf was komplett anderes fokussiert. Ich hatte Tiere, ich hatte mein Feld, aber ich hatte auch, ich bin vor allem rumgelaufen und ich habe gar nicht gekocht. Und das mache ich normalerweise jetzt beim Abu-Stand. Und ja, ich bin mal gespannt. Ja, da sind die Avatare, da ist Sunhaven, jetzt muss ich nur noch den Tweet schreiben, da kann ich auch starten. Arke, ich habe heute den perfekten Titel für den Stream. Welchen denn? I need the doctor. Stop. Ich glaube, du musst noch den Titel bearbeiten. Ich auch. Nein, jetzt. Oh, ich habe meinen Titel. Ich mag meinen Titel. Was hast du für einen? Mein Titel ist heute gehen wir in die Biene. Also alles wie immer. Sehr schön. Ich habe einfach Pixelated Farming. Brauche nichts Außergewöhnliches. Ich will sowieso nicht sein. Wir farmen, so wie immer. So. Sind wir jetzt Profis in Sunhaven? Nein. Seid ihr Profis? Nein. Also wir haben jetzt gerade momentan diese Quest. Also viele haben schon die Quest aufgenommen mit dem, man diesen Glowite Crystal für diesen Löwendrachen holen muss. Das habe ich selbst in dem Spiel schon noch nicht gemacht. In dem anderen. Steht da immer noch recht so, ja, geh in den Westen und mach irgendwas. Ich so, okay. Nie gemacht. Wir haben vor allem Wege und Zäune auf unserem Hof platziert. Wir haben sehr viel Deko gemacht. Also ich habe sehr viel Deko gemacht. Und Hennix war mein Sklave, muss mir immer Steine bringen. Hennix, wo sind die Steine? Sind die Steine? So, erstmal. Ach so, das finde ich gut. So. Denn du hast und herzlich willkommen. Nee, ich muss mal das Team starten. Ja, Sam, du kannst jetzt sehen, wo du positioniert bist. Wo? Bei mir? Wo bin ich positioniert? Bei dir wo? Ja. Warte mal, ich habe dein Stream nicht gestartet. Das kommt doch an, wie ich dich drehe. Ich sehe es schon. Das war nicht keine Absicht. Ich habe mich nur ein bisschen größer gezogen. Sam fühlt sich wohl da unten. Sam fühlt sich da immer wohl. Warte, was schreibst du? Geht bei euch auch immer von alleine da links auf, wo man die Punkte für wo und so einlösen kann? Ja, da fehlt nicht wohl. Genau. Das geht bei mir nicht auf. Perfekte Position. Ja, du bist ja mein Bodyguard. Genau.
Ich muss aufpassen. Bei mir schon, okay, komisch. Du hast wahrscheinlich schon neu schnell geladen. Was ist los? Dark Tiger meinte irgendwie, dass die Woo-Points die ganze Zeit aufgehen. Also dieses Dropdown-Menü, wo man halt aussuchen kann, was man einlöst, geht bei ihm in der Zeit auf. Null. Willst du mal ganz kurz was machen? Bin gerade vorbereitet, sonst was wie immer. Yes. Ich bin niemals vorbereitet. Was ist das, Vorbereitung? Kann man essen? Das sind super Voraussetzungen hier. Manchmal kann man das essen. Aber manchmal auch nicht, dann ist es abgelaufen. Vorbereitungen können ablaufen? Ja, dann schmeckt das ein bisschen säuerlich und dann stoßt das einfach sauer auf im Magen und dann ist so wieder da! Willkommen zurück, der Tag verbaut und so. Wisst ihr schon. Na, ein bisschen Regenwetter oder sowas. Ich überlege, ob ich nachher Code Vein oder so spielen soll. Nach unserer Kolle. Code Vein. Oder Scarlet Nexus. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Ich rede von nachher. Ich will nur eine Planänderung heute hier, Code Vein. Ja, ich spiel Code Vein. Was? Spiel Code Vein. Aber Code Vein kann man auch zu zweit spielen. Code Captain. Es gibt auch, wer ist das? Scarlet Nexus. Kann man auch kurz spielen. Ja, ich weiß, aber nein, darüber reden wir nicht. Reden wir über Code Vein. Wir reden über Code Vein, wenn ich dabei bin. Okay. Warum? Nur so. Magst du Code Vein? Ich mag Scarlet Nexus nicht. Wir reden über Code Vein. Statement. Ja. Immerhin, sie sagt, was geht. Wieso magst du Scarlet Nexus nicht, wenn du Fragen da, sorry. Ich brauche Begründungen. Sam, hast du mich gerade gefragt, warum? Ja, ich habe echt gefragt, warum. Also ich erzähle jetzt praktisch, ohne mich zu spoilern, ich habe das Spiel sehr geliebt, bis zu einem gewissen Punkt, dann habe ich es sehr gehasst. Du kannst mich für spoilern, was soll ich denn sonst? Dann war es Qual und dann habe ich das Ende und alles drumherum gehasst. Also ich habe es wirklich irgendwann nur noch gehasst wegen einem Plot-Twist. Sehr, sehr gehasst. Okay, dann verrat doch nicht, ich will es wissen. Anders, ich will das Spiel auch noch spielen, Mama! Ja, und auch eigentlich habe ich das Spiel sehr hart gesuchtet, bis ich halt an einem bestimmten Punkt war und dann habe ich überlegt, ob ich die Playstation oder das Spiel aus dem Fenster schmeiße. Oder es verbrenne. Bitte nicht aus dem Fenster werfen, das wäre sehr nett. Bitte dann nur das Spiel und nicht die Playstation. Ja, also die Playstation wäre auch zu schade dafür, dann nur das Spiel. So, dann starte ich mal kurz meinen Starting Zone schnell. Ja genau, die sind gar nicht hier unten. Oder starte ich einfach direkt. Kannst auch einfach direkt starten. Ich habe auch direkt gestartet. Wir haben alle direkt gestartet. Ist ja gut. Bitte nicht schauen. Nicht schlagen. Du brauchst mich noch. Okay. Ich halt die Augen zu. Ich mach die Augen zu, wenn ihr schon schlägt. Ich bin still, sag nichts mehr. Leg dich jetzt so. Oh Gott. So. So, start streaming. Habt ihr alles richtig gemacht? Ja, hab ich. Stimmt denn noch? Wer muss denn laut gemacht werden? Alle? Wir warten euer Tag. Erzählt mal, das ist ganz wichtig für mich. Und das ist eine Standardfrage, die muss beantwortet werden. Ja, ganz gut, würde ich sagen. Alle außer Lu. Alle außer Lu? Ja, wir alle außer Lu. Oh Gott, warum soll ich das lauter machen? Muss ich lauter machen? Seit wann bin ich leise bei jemandem? Muss ich mir ins Mikro brüllen? Muss ich ein bisschen näher ran? Hallo? Ja, ohne Witz. Ohne Witz, warum bist du eigentlich so weit von der Seite? Bist praktisch das, Pixel, dann kommt Arkan, dann kommt Hendex, alles so schön bei mir und du so bams, weg bist du. Du musst die anderen einfach beiseite schieben und mich näher ranschieben, so ist das. Das ist das Problem, ja, das ist eine Gruppen-PNG. Verdammt. Dinge passieren. Du bist mit zwei weg. Ich spiegel das jetzt hier, kann man das spiegeln? Das ist ja, wie gesagt, du hast die perfekte Position, das passt alles ganz gut hier. Ich mag die Position sehr, die ist sehr comfy. Okay, falsch gespiegelt. Genauso, häng uns an die Decke. Ja, genau. Wir sind Fledermäuse. Oh so, Mann. Ich habe es gespiegelt. Hau ich dir jetzt ins Gesicht? Das ist eine sehr wichtige Frage. Oh, du bist zu klein, um mir ins Gesicht zu hauen. Verdammt! Aber die Lücke ist echt ätzend. Ich muss, glaube ich, wieder einzelne Dinger machen.
Ja, ich weiß auch nicht, zwischen also ich glaube, das liegt ja an Henniks großem Bild, dass da so eine Lücke ist. Weil alle anderen sind zusammen, dann kommt Henniks und dann kommst du und du bist halt ganz nah an mich rangerutscht wegen Henniks. Ich bleib da, mach nix. Ganz schön kuschelig. Das Bild ist halt krass. Ganz schön kuschelig. Wenn ich denn so will, bewege ich mich einfach so hin, dann verdeckt einfach Sam alles, das ist in Ordnung so. Seht ihr? Genau so. Ich finde es bei Samuel schön, dass die Namen gespiegelt sind. Meine Lieblingsstreamer. Hilul, Xenne, Ika und... Ich ändere das gleich wieder. Ich muss da Pixie wieder zu meiner Krone machen. Yes. Edika, Ika. Edika, Ika? Jetzt das Spiel eigentlich schon... Also, wir müssen uns jetzt rückwärts begrüßen. Boah, ich dachte schon, mein Avatar ist weg. Mein Ding ist weg, weil es Safe gerade angeladen hat. Ja. Leck mich am Arsch. Oh Gott. Wir müssen uns dann auch rückwärts begrüßen, oder? Wie? Hä? Und du willst mir ins Gesicht schlagen? Warum willst du mir ins Gesicht schlagen? Weil ich gerne Leute verprügel. Oh. Ich Stierpflege. Nein, aber... Aber Lu, genau so. Du musst dein PNG aktualisieren. Das Kleid, was du trägst, aber PNG trägst du auch schon lange mehr. Du meinst, du willst einfach die Tiefe haben da unten, ja? Ja, eventuell. Aha, so kommt's raus, Sam. Nee, du hast meistens das rote Kleid an. Nee, also momentan wächst, also diesen letzten Sommerstreams hatte ich sehr oft das tiefe Outfit an. Ich bin auch, das rote Kleid, ja, ich weiß, also ich muss mal aktualisieren. Ja, also ihr könnt rein, in der Zeit mache ich mal kurz die einzelnen PNGs, damit das hier ein bisschen besser passt. Yes. Auf jeden Fall, ich bin noch gar nicht begrüßt. Willkommen auf jeden Fall, ich bin's in Heaven. Du bist mir als offline angezeigt. Nee, ich bin online. Online geht nicht. Also ich bin beim... Also das ist ein Horst, ich horste. Ich kann Invite machen. Du horstest. Ah, ich muss wieder beim Gameplay. Moment, ich wechsle mal auf Gameplay. Ups. Warte mal. Und dann muss ich mich gerade wieder nach da auf die andere Seite schieben. Sekunde. Ja. Guckst du im Stream, da ist Bini, da guckst du. Ich hoffe, das geht von Lautstärke, wenn ich mal ein bisschen leiser. Ich hab Apfel in der Hand. Ein Apfel hast dich. No. Oh Gott, das ist meines Gottes, den Dragos. Hallöchen. Panda schreckt mich die ganze Zeit. Hört man das Spiel? Hört ihr das Spiel, Chat? Jetzt habe ich aus Versehen das Spiel geschlossen. Hallöchen, Dragos, Hallöchen, Darkin, danke dir für dein Reset für 3 Monate. Für 3 Monate schon, oha. Du gehst ab. Geht's dir? Auf welcher Linie bist du denn, wenn du on the line bist? Also, ich kann dich gar nicht finden. Bist du offline? Auf welcher Linie bist du, wenn ich on the line? Ich bin on the line. Ich bin neben der Line. Ich verstehe das jetzt nicht, ich bin dumm. Zack, Erklärung, ich bin dämlich. Nein. Hier 3 Monate schon. Nee, du bist nicht online. Nee, ich hab dich auch nicht. Lauter. Ich hab dich auch nicht. Wieso mobb mich jetzt hier, It's in Heaven. Sonic Oase, meinst du? Das ist nicht so Heaven, du musst dich ja auf Steam online stellen. Ich muss mich auf Steam online stellen? Ja. Das, ach so, scheiße, leck mich am Arsch. Scheiß Family Share. Ich leck dir nur am Arsch, wenn deine Schokoladenpreise auch günstig sind. Ein Teller? Ja. Wo ist er denn? Oh, hold up. Hold up. Muss ich nicht auf dich drauf drücken? Hallo. Also ich dachte, das wäre das Spiel gewesen, deswegen habe ich das Spiel noch kurz ins Hauptmenü gegangen. Halbe Stunde habe ich noch, dann muss ich wieder weg. Alles gut, Darky, alles gut. Aber es geht besser als letztes Mal. Das freut mich. So. Was denn? Jedes Mal erschreckst du dich, Samuel. Gehst du an meine Charakterliste? Charakter? Also ich bin da, ihr könnt, denke ich, beitreten, wenn es dir fertig geladen hat. Ja, es geht. Bin dabei. Okay. Ich bin dabei beizutreten, da Hallöchen. Bin ich schon. Da ist der Schmelzer. Ich hatte ja einen Pinguin. Hallo Pingu. Jetzt erstmal flauschen. Erstmal flauschen. Ich muss hier alles wegräumen hier. Ein Schnauzerpad. Ja. So. Und wo kommt ein Headpad, warte? Headpad. Rennt da hier mit dem Apfel rum, will mir ein Headpad geben. Ja, hier wird's Apfel haben. Geschenk.
Sammy, kannst du den Apfel in mein Bier reinpacken? Dann können wir da nämlich auch das Wein rausmachen. Weißt du, wir sind nicht mit einem YouTube-Spiel. Pixel so. Pack mal bitte den Apfel in mein Bier, ja? Das ist ja das ist Standard. Das ist das, das musst du. Prioritäten. Das ja, Erkennungszeichen. Meine Freunde, Prioritäten. Das Erkennungszeichen, das Schnäuzer. Ich kann leider in Sims 3 kann ich leider keinen Schnäuzer geben. Schade. Wie, warum nicht? Es ist ja Diskriminierung und so, kennst du das ja. Ja, warum kannst du keinen Schnäuzer geben, Sam? In Sims 3? Oh, kann man, nein! Kann man weibliche Charaktere, also weibliche, kein Bart geben? Geht das bei euch auch noch? Wie kann ich ein Ding abwerfen? Wir sind drin. Abo? Bist du drin? Seki meinte, mein Avatar sieht aus wie 8 und ich denke nur ans Saufen. Abo? Ja? Ich glaube, wir haben Abo verloren. Ah, nee, das ist Abo. Abo? Bist du schon drin? Ich rede jetzt bei, ich war kurz auf Fiverr. Sam, oha. No. Sam, was ist mit Salat passiert? Den habe ich kurz rausgenommen, weil ich noch drei Salat essen muss. Daraus wird ein riesen Megasalat gemacht. Heiß. Ich cancel das mal kurz. Ich probiere es nochmal neu. Stimmt. Zu connecten. Was würde ich eigentlich nächstes Mal machen? Das ist falsch. Nicht wundern, ich mach mal kurz meine Reactive Images, Leute. Und so soll das aussehen. Hallöchen, Jasmin, wie geht's dir? Da ist ein Pixelchen, direkt mal auf den Kopf setzen. Ja, Crony. Das ist meine Crony wieder. Crony Macaroni. So. Dann haben wir hier eine Arke. Und auch noch eine Browserquelle. Eine Sekunde. Eine Browserquelle. Yes. Da ist Abo, Hallöchen. Hey, Arke, brauchst du Steine? Erstmal Standardfrage. Steine? Ja, Steine. Was willst du mit Steinen? Wege. Ich hab 999 Steine im Inventar. Zwei Samen, Sams. Hier ist ein Ada-Ara, wäschte der Kasmin. Nur kommst ein Ada-Ara. Für meine Frisur ist es anders. Hier sind Hennex. Deine Frisur ist anders? Für meine Frisur ist... Oh, ich habe ein Event getriggert! Jo! Was hast du getriggert? Guck dich mal Hennex an. Hier. Guck dich mal Hennex an. Da bin ich wieder. Oh. Ich habe ein Lost Toy. Warte mal kurz. Du wolltest mir ins Gesicht boxen, ne? Warte mal. Für meine Frisur ist anders. Kann man irgendwo Frisuren ändern? Ist deine Frisur anders? Es gab ein Update und alles. Vielleicht deswegen. Weil ich habe das Gefühl, meine Frisur sieht anders aus. Kann gut sein. Aber wird das Update meine Frisur verändert? Das so, schlägst. Ich zeig auf meinen Charakter, aber es passiert nichts. So, das schlägst du mir ins Kinn. Und das Kinn. Verwirrt. Sehr schön, das freut mich. Sam, warte, was wollte ich jetzt sagen? Ja. Boah, ja. Komm gleich drauf. Das Spiel will gerade nicht. Hier kannst du Hennex ein paar aufs Maul geben. Was? Sofort. Anzeige ist raus. Ja, Lua gesagt, sie macht wirklich gerne Menschen. Leute, also. Ja, hast du direkt zwei. Der ist zwei Fäuste. Guck mal, wenn es Stream ausschaut. Das heißt, ich muss schnell das PNG wieder wechseln auf das Plamara-Zeug, dann bin ich kein Mensch mehr. Tja, und jetzt? Nein, ich weiß nicht, wohin mit dir. Ich will aber auch nicht in die Ecke irgendwo hinsetzen. Aber auch nicht da hinten hin. Das, aber wo? Ich hab voll vergessen, was ich sagen wollte. Ich weiß nicht, was du sagen wolltest, musst du geben. Ich auch nicht mehr. So, bist einfach hier zwischen. Da bist du. Da, ich denke, was muss passen. Jo. Einfach gucken. Wow, ich hab die Rosen gegossen, um festzustellen, dass sie fertig sind. Guck mal, das ist ein ganzer Knuddel laufen hier. Knuddeln! Oh, ja. Okay. Ich hätte die Ecke links und. So, ich weiß, was ich sagen wollte. Sam, warum moddest du die Sims 3 nicht? Hab ich doch. Hast du? Ja. Ich hab doch gesagt, ich hab den einen Mod rausgenommen. Den ich hab laut geklickt, hat drücke passiert. Ja, ich meine, nichts. Es geht über Aufteilungsmods und sowas.
Hab ich schon. Arkas, hattest du das Update-Programm? Was war das denn? Diese Schuhe, die Holzschuhe rausgesucht. Also ich glaube, heute kam ein Update. Eigentlich habe ich an, dass das automatisch aktualisiert wird. Willst du auch noch was Besonderes haben? Eventuell? Nee, ich dachte, du hast es nicht aktiviert. Ich steht nur spielen. Nee. Ein paar Mods sind drin auf jeden Fall, ja. Warte mal. Ich glaube nur nicht, dass ich deine Hörnchen habe. Auf jeden Fall habe ich deine Hörnchen nicht. Ich glaube, vielleicht gibt es ja auch was Mods. Ja, ich glaube, die Hörnchen kannst du nicht einfach so machen. Nee. Vielleicht kann man die Accessoire-Technik, ich weiß das, da einfügen. Was ist denn mit Mod? Jetzt, ist jetzt die Ecke links unten die Kuschelecke von euch 5 oder was? Jupp. Dann wird es schwer geflaucht. Kann ich denn? Wo kommt man nochmal so ein Aussehen ändern? Jasmin, wie geht's dir denn überhaupt? Kann man das? Erzähl mal. Was ist mit dem Wolfelmoos passiert? Lol, ist jetzt auch das Game. Wie meinst du das denn, G? Ich würde es gerne zocken, aber es will gerade nicht. Das ist so das Ding. Ich glaube, wir müssen alle noch raus, oder? Was funktioniert denn nicht, Frau Abu? Kann es sein, dass du wieder rausfliegst? Also, mein Charakter wird das gar nicht geladen. Ja, okay, dann müsste mir praktisch mal neu starten. Ja, okay. Das hat bei mir auch gedauert. Ich mache hier Load. Nein, ich klicke auf Load Character, klicke auf meinem Charakter und es passiert nicht. Und dann ich wieder den Start hinscreamen. Das hatte ich nämlich jetzt mal auch. Ich habe das gerade zweimal. Ja, deswegen, dann müssen wir alles nochmal. Ah, jetzt warte, nein! Loading Screen! Ah! Es lädt. Sehr gut. Ich muss nochmal neu joinen. Falscher Alarm, alles in bester Ordnung. Geht auch okay. Ich muss neu joinen. Ich hab zu viel Trigger. Wo sind meine Ohren? Ich sehe halt aus, als hätte ich hier 10 Jahre im Spiel verbracht, weil einfach meine Haare sind länger. Guck dir das an. Ich hab plötzlich Haare bis zum Arsch. Hilfe! Ein anderes Pony. Boah, was ist da los? Was war das denn? Ich weiß nicht. Ich hab irgendwie 100 Jahre geschlafen oder so. Und da Acker hat keine Ohren mehr. Meine Ohren sind ab! Wir wurden beide behandelt. Das Game wurde lange nicht mehr abgespielt. Ach du Scheiße, hab mich gerade erschrocken. Leck mich am Arsch. Was ist mit deinen Haaren passiert? Boni, Hallöchen. Und Ego, hallo. Keine Ahnung, ich seh noch so aus wie immer. Guck mal, Leute. Jetzt hätte ich ihre Ohren verloren. Was machen wir jetzt dagegen? Nein. Scheiße, das. Und vorne ist auch kacke. Kann man das nicht immer bearbeiten? Warum? Helfen, the fuck are you doing? Meine Ohren sind ja. Also immer hat Pinsel ihren Schnäuzer. Meine Ohren sind ja. Ich kann euch nicht mehr hören. Meine Ohren sind weg. Dann flauscht einfach Arkes Schwanz. Nein. Der hat keine Flauschenohren mehr, leider. Ja, ich weiß. Aber guck mal, der hat die Flauschenohren verloren. Die waren so flauschig und schön, das hört sich nicht mehr. Und Lu hat wirklich lange Haare, aber guck mal, das mal an, ey. Aber vielleicht ist es ja gut, dass sie mich nicht mehr hören kann. Was machen wir jetzt? Sollen wir einfach so gamen oder kann man irgendwie. Schon seit Tagen dachte ich mir so, irgendwie bei der. Ich meine, Charakterlade sind da irgendwie keine Ohren. Aber ich hab da nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, vielleicht werden die einfach nicht angezeigt. Aber jetzt. Warte mal. Bleib mal kurz stehen. Da war gerade eben was. Ich hatte gerade ein komisches Handsymbol. Warte mal, meine Hand, nein, Spaß. Ein Pingu vielleicht? Vielleicht ein Pinguin? Ja, das ist so ein komisches Bub-Symbol oder so ähnlich. Hä? Nee, warte mal. Bub-Symbol? Alter, du Schliegel! Nix, meine Ohren, so ein Symbol für den Finger. Ich sehe normal aus dem Pixel. Wir suchen meine Ohren! Ja. Arke, lass uns. Okay, es beginnt auf die Suche nach den Ohren. Komm, geh in die Mine, da weißt du zuletzt. Schau mal kurz ins Forum, ob da vielleicht eine Nachricht ist. Ich weiß nicht, wie es nächste Woche bei mir aussieht, aber The Query. Ja, wie gesagt, gerne. Ich warte schon drauf. Aber warte auf dich. Vielleicht ist das eine neue Quest. Ja, ich warte auf dich. Suche Arkes Ohren. Ja, such mal einen Friseur für mich, bitte. Ich kann die Haare schneiden. Glatze, was denn? Ja, ich hätte gerne meine neue alte Frisur zurück. Echt? So, ich gehe mal etwas Musik hören, nachher spiele ich mit wem. Habt auch noch schönen Abend, flauche euch. Bin ich einer geflauscht von Daki. Und viel Spaß im Lurk. Und viel Spaß auch im Lurk-Eck, weil Essen. Lass es dich schmecken. Meine Ohren, die sind auf. Das ist blöd, also
Ich weiß, dass es ein Update gab, aber ich wusste nicht, dass das Update so viel kaputt gemacht hat. Jetzt ja, zum Beispiel meine Haare. Meine Ohren! Guck dir die Haare an. Von vorne sieht es auch aus, von hinten sieht es voll schlimm aus. Für Arkes Ohren brauchen wir jetzt Popping Dance. Von hinten sieht es schlimm aus, von vorne. Ich hatte mal so lange Haare. Hast du mal erzählt, ja? Vor allem Steam lädt auch gerade so gar nicht. Ich kann nicht mal in die Diskussionen von Sunhaven schon, ob vielleicht irgendwer sagt, oh, meine Ohren sind auch weg. Sollen wir nochmal eine Neustartung nochmal gucken? Das wird nichts bringen, weil ich habe gemerkt, ich hatte ja schon gesehen, schon seit Tagen, dass beim Character Load mein Charakter ohne Ohren da ist. Ist auch nichts passiert? Ich dachte, ich habe den anderen Charakter da. Du hast da gesagt, das ist der Schlangencharakter. Aber ich sehe ja das Vorschaubild und da hatte ich schon die ganze Zeit keine Ohren. Ich dachte mir so, das liegt wohl nur daran, dass das dumm ist. Ja, aber anscheinend nicht! Acke, hörst du uns noch? Nein. Acke. Ich bin nicht begeistert. Was machen wir jetzt? Einfach so spielen oder? Ich oder ist die Frustration so groß? Also, Lu tritt auf ihre Haare. Jetzt sind sie beim Gehen. Lu, ich halt deine Haare hoch, dann brauchst du dich nicht. Man muss doch. Man kann doch bestimmt seinen Charakter nochmal irgendwie umändern, oder nicht? Bad Atrix! Danke für dein Freund. Es gibt einen Friseur, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ja, den kann man, den müsst ihr aber freischalten. Scheiße. Krieg ich den größeren Schnauzer? Oh. Ernsthaft? Also ernsthaft? Das heißt, wir müssen mal eben den Friseur waschen. Ist dein Schnauzer schon groß genug? Wow. Er muss noch ein bisschen schnauziger werden. Oha. Ach ja, weil ich ein Overwatch. Jetzt hört man die anderen nicht mehr. Warum? Wir haben die anderen nicht mehr. Wir sind stumm. Die Gehörlosigkeit von Arke überträgt sich auf dein Stream. Pius, was hast du kaputt gemacht? Ach, Pius, meine Güte. Was machst du für Sachen? Wow. Pius. Aber mir fällt gerade auf, dass die anderen beiden und die anderen drei nicht aufhaben im Stream. Auch wenn einer davon keinen Support bekommt, will ich trotzdem mal wieder reingucken. Der Techniker ist da, kümmert sich drum. Henex. Ich bin Tiger. Ja? Ich mag dein PNG sehr, ein neues. Dankeschön. Ist wirklich schick geworden. Ich möchte mit dem menschlichen, ich gerne noch was trinken gehen. Du bist der Friseur. 30 Woodplanks, 10 Fabric und 3000 Gold. Easy, machen wir. Schaffen wir das, ne? Ich hab 1700 Gold, also bei mir wird nichts, aber wo ist der im Friseur, sag mal? Der ist hier. Meine Ohren sind weg. Ich hab keinen Sinn mehr im Leben. Wir haben einen Klamottenladen und hier ist stimmt jetzt alles? Über. Leute, wir haben neue Quests. Sehr gut. Wir haben einfach neue Quest. Einfach. Was denn? Einfach Avus Ohren finden und Friseur grinden. Aber meine eigentlich. Ich hab schon über 10.000 Punkte. What the fuck? Ich hab keine Lust mehr, da spiele ich. Ich nicht, Becky hat das. Ach, Avu. Ich gedrückt. Ich übe schon mal an Lu's Hintern zu kleben und halt die Haare fest. Null. Ja, so. Ja, das ist eine super Idee. Bitte tu das. Und vielleicht kannst du währenddessen auch schneiden. Ja, ich bin Eddie mit den Scherenhänden. Sehr schön, das passt. Warte mal, ich wollte zur Taverne. Wo ist denn die? Da vorne rennt der Dude rum, den ich suche. Moment. Ohren bei der Charaktererstellung als Haare? Ja, ich habe ihn schon gefunden. Nein. Okay. Hast du doch einen extra Tab-Ohren. Hä? Das war ein extra Tab, der Ohren hieß. Da konnte man nur Ohren einstellen. Wir haben damit immer irgendwas geändert. Wie gesagt, ist das schon länger so. Irgendwas kaputt gemacht haben. Aber ich finde doch nicht beim Googeln. Wahrscheinlich haben die da irgendwie sind hingegangen und haben ein bisschen mit den Tabs da was geändert und das hat sie dann verschoben. Das kann sein. Leider. Ja, aber so. Wow. Ich kann meine. Hä, warum? Ich kann die Herzen nicht höher machen beim Arzt. Wieso nicht? Ich nehme an, ich muss irgendwas vorher machen, aber ich weiß nicht was. Ich nehme mal vor, ich habe den Erstkörper gemacht. Ja. Jetzt kannst du es nicht mehr machen. Ich nehme an, ich muss Pausen oder so vergrößern, dass er da einziehen kann, oder? Wer alles mitmacht, macht mit Hennex, Jamael, Lulef, Pixie und ich. Was ist los? Und offensichtlich nicht meine Ohren. Ich wurde gefragt, wer alles mitmacht. No. Meine Ohren machen auf jeden Fall nicht mit!
Die Ohren von Arke passen nicht in den Club. Leute, es gibt jetzt schon Schokolade. Ich gehe ins Bett. Oh, no, ich komme mit ins Bett. In Arkes Bett. Ja, der muss geklaut und geknuddelt werden. Und dann ist Samael das Bett von Arke. Moment. Oh. Samael hat die Ohren von Arke geklaut. Ich weiß das ganz genau. Der klaut nämlich alles, selbst Kerzen. Jetzt sollte man lieber ins Bettchen gehen, denn es wird zum spät, liebe Leute. Mhm. Ich bin schon im Bett. Ich muss jetzt gleich mal rausfinden, was ich jetzt machen muss, um zu heiraten hier. Hallo? Ich glaube, Arke ist ein Wohlleber, kennen Sie mir nach dem Motto, oder? Arke, bist du Brautjungfer? Was? Sie traut noch ihren Öhrchen. Sie traut ihren Öhrchen noch nach. Ja. Ich bin einfach nur desperate. Sad. Desperate. Find deine Öhrchen wieder. Ja, wir gehen auf die epische Ohrenquest. Wir finden den bösen Magier, der deine Ohren weggezaubert hat. Kann man einen Grabstein herstellen? Für Ohren? Ja. Ich will. Ich hab meine Ohren noch nicht abgeschrieben! Nicht abgesagt, schon. Pix drückt so Ohren und Tor weg damit. Das ist doch was nicht. Oh. Aber ohne Witz, musst du irgendwie deine Ohren wiederbekommen. Zumindest irgendwie. Ein Kack-Update, hätten wir lieber nicht laden sollen. Mussten wir laden, ne? Wie gesagt, ich hab letztens schon gesehen, dass mein Charakter in der Charakterauswahl keine Ohren hat. Aber ich dachte, das ist einfach nur ein Anzeigefehler. Wahrscheinlich ist das schon länger so. Aber auch in der Diskussion von Steam. Hast du gerade meinen Fisch aufgesammelt? Nein, ich bin nicht wieder. Kleptomade. Dafür, weißt du was, ich habe keinen Grabstein gefunden, aber so eine Rosenvase passt doch als Urne, oder? Ich habe meinen Fisch aufgesammelt, nein, sowas nicht. Und in der. Was hast du in der Diskussion gelesen, Avu? Gar nichts, es gibt nichts! Es gibt nichts? Dann bist du ein Einzelfall. Bisher? Das kann nicht sein. So Einzelfall. Hallo, meine Haare sind auch anders geworden. Wo ist das Sunhaven Subreddit? Stimmt! Diskussion starten für Arkes Ohren. Ja, wir gehen uns beschweren, Arke aufloren. Ja. Echt so. Ja, es wird eine schwere Diskussion, Leute. Ihr macht doch mit, wa? Ja. Die Zuschauer machen alle mit. Diskussion, wir gehen direkt mit Anwalt hier dran. Ja, Anzeige ist raus. Hilo, pack deinen Flammenwerfer aus. Ja, stimmt. Wir gehen aufs Ganze. Wir fucken einfach alles nieder, das ist super. Genau so machen wir das. Ja, wirklich, deine Haare sind wirklich lang geworden, Alter. Du bist alt geworden. Ich? Als hättest du wirklich Jahrhunderte im Wald verbracht, oder so ähnlich. Das ist einfach innerhalb von einer Woche, weißt du? Das passiert das einfach so, wie im echten Leben bei mir auch. Wachsen Haare schnell? Ja. Oh, ich kenne das. Magische Haare. Ich finde das, find das bei meinem Bart voll schlimm. Ich rasiere den eine Woche später, ist er wieder da. Aber ich so, Ich muss den schon wieder wegmachen. Gib mal was ab. Ich muss die Lücken noch schließen. Ist ein Bartwuchs nicht so gut? Ja, sagt er, hat Lücken. Also ich kann aufteilen, wenn Pixel bekommt ein Stück Bart für den Schneider. Und Arke, wo bist du? Nix. Aber ich denke, Arke. die haben in der Charaktererstellung sowas geändert. In der Trauerphase. Ich glaube, die haben in der. Warte. Ich habe eine Ohren gebaut. Sowas geändert in der Kategorie, dass sie da was verschoben hat. Mhm. Durch ein arges Ohren verschwinden und Lu hat eine andere Haarstil. Ist wunderschön. Und wie? Was für einen anderen Haarstil? Hast du den einfach da platziert? Ich habe das jetzt. Ich meine, stehen dir? Für deine Ohren. Nur wenn die Haare sehr schmutzig, die schleifen ja schon. Eine Ohne. Die sind auf dem Boden rum. Die schleifen sowas von. Wie kommt ins Haus? Ich kann damit das Feld säubern. Na, Punze. Tja. So, ich wollte mit dir sprechen. Hast du... Ja, dein Bart ist greifbar. Stimmt voll. Du bist der Weihnachtsmann-Anwärter. Wirklich, warum lässt man einfach meine Ohren? Das kann man nicht machen! Also ich weiß jetzt, wo ich einen Verlobungsring kaufen kann. Stille. You're not supposed to steal ears.
Einfach Me Hate Evo Live. Avuluva Live don't make sense anymore. Vielleicht können wir ja, vielleicht gibt's ja eine, wenn wir den Friseur oder so aufbauen, vielleicht kannst du es dann nochmal umändern. Ja. Ich muss eine Möglichkeit geben, das nochmal zu ändern. No. Wie viel Fabric hast du? Alles. Aber guck mal. Brauchen. Eine Frage an Lou. Weil Lou und ich sind die einzigen, die hier Fabric besitzen. Ich hab Silk, aber kein Fabric gerade. Wie viel? Wir brauchen 10 Fabric. Ein Silk. 10! Ja. Und 30 Wutschanks. Also ich kann sagen, ich. Das letzte, was ich gemacht habe auf der anderen Map, ist diese Läden zu kaufen. Die haben nicht 10 Silk gekostet. Echt nicht? Die kostet, also ich schon. Also 10 Fabric. Weil der Serie. Und Luke kann auch nochmal gucken. Weil sie noch mit ihren Haaren beschäftigt. Was ist mit mir? Du bist ja noch mit deinen Haaren beschäftigt, ne? Ich bin gerade am gucken, wie ich ihn rumkriege. Ach, für Bettgeschichte. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Das hat nämlich das Spiel nicht ganz so rausgepackt, wie das jetzt geht. Wer der Spruch, krall dir den Tiger verkehrt? Dann machen die ein Update und sagen. Ich brauche 4000 Geld. Okay, das kriege ich hin. 4000 Geld. Ich brauche noch 1000. Ich muss Dinge verkaufen gehen. Können wir keinen Geldhandel machen? Mhm. Schade. Ich bin direkt demotiviert. Oh, okay. Wie gesagt, wir versuchen einfach den Dings aufzubauen. Wolltest du das Zeug von mir? Hau es einfach in die Spindel. Wir bekommen deine Öhrchen schon wieder. Ich bräuchte auch 2 Dings Fabric für dieses doofe Festival schon wieder. Ich kack da drauf. Kann sich mal sonst was machen, Mama. Ja, vor allem, ich habe ihm einmal schon gebracht und jetzt will er nochmal. Wie gierig ist der Alte? Der Pech. Kommt kein Fabric. Wichtigere Dinge. Andersweitig verwendet werden. Für Ohren zum Beispiel. Echt so. Ja. Ohren sind viel wichtiger als dieses Scheißfest. Ja. Geh ich eh nicht hin. Was? Wieso gehst du da nicht hin? Scheiß auf das Fest. Ich habe keine Ohren. Wie soll ich mich da draußen blicken lassen? Aber June und so. Aber woher denn? Wie soll ich vor June treten? Ohne Ohren. Aber der liebt dich bestimmt auch ohne Ohren. So weit sind wir noch nicht. Ach so. Doch in der Kennenlernphase. Noch was direkt ein Bitchen. Na. Hallo. Muss ich eigentlich warten, bis da ein Fischschatten ist oder ist es egal? Ich munter dich mit einem Apfel auf. Beim Angeln? Ich hasse Äpfel! Ich ernähre mich nur von Ohren. Da sein. Bitte dann ein Blümchen. Ohren, ich will Ohren. Ich habe aber keine Ohren, ich habe Blümchen. Ich will meine Ohren. Nee, kann ich, geht nicht. Aber Blümchen, Rose. Blaue Rose. Eine Lösung für deine Ohren. Wir müssen in die Kneipe gehen. Und mir die Ohren dazu trinken, oder was? Ja, genau. Ich trinke kein Alkohol. Wir kaufen alkoholfreies und tun so, als wäre es alkoholvoll. Genau. Psychologie und so. Ja, Placebo-Effekt. Weiß ja nicht, ob das meine Ohren zurückbringt. Aber die Fantasie macht das. Ohren. Ohren. Ich glaube, Ark ist erst glücklich, wenn sie die Ohren hat. Dann kann sie erst wieder lachen. Und du brauchst natürlich Ich wollte nicht viel im Leben außer Ohren. Ist das nicht eigentlich so anstrengend oder seltsam, mit so langen Haaren auf Toilette zu gehen? Wahrscheinlich verstecken sie sich unter den Haaren. Hä? Meine Ohren sind zu groß, um darunter zu passen. Wow. Also, geh mal Holz holen. Holst du Holz her? Hallöchen. Hallo, ich versuche gerade zu angeln. Yes, schaffst du, wir glauben an dich. Ja, wow, okay. Kunst der Verwirrung. In dieser Flasche Bart.
Ich Mäckfisch. Wo kann man nochmal Holz sammeln und Bäume pflanzen? Bäume verprügeln? Was hast du jetzt, Fabrik gemacht? Wer hat Fabrik gemacht? Ja, Lu, die wollte Fabrik machen. Ich komme halt nicht gekommen. Ich bin ja auch unbegeistert. Ja. Aber egal, wo ist denn mal leiser? Lu meinte, sie macht Fabrik, aber hier ist keins. Ich hab eins hingeschmissen. Hingeschmissen? Ich wollte das nicht reintun. Wie viel war das denn? Wo hast du es hingeschmissen? Ja, vor das Ding, vor das Spinnrad. Hier ist nichts. Achso, ich hab Silke hingeschmissen, ich hatte kein Fabrik. Hier ist das Blumen, hier ist das Blumen. Aber wie viel hattest du denn? Eins. Das heißt, es ist mein Inventar wohl von dir. Also, Arke, ich hab da was reingelegt. Das ist etwas Loom auf dem Weg. Also Fabric. Zwei Stück. Mann. Wir brauchen aber 10. Und wie viele Holztanken waren das? 30. Ich hab einen Saphir reingefunden, aber nicht das, was wir brauchen. Komm noch, 22, verdammt. Warum ist mein Inventar so voll? Was meint ihr, Chat? Wo kommen wir am Ohren wieder hin? Jo, wir schaffen das. Hey, ich war gerade hier dran. Ich wurde einfach rausgeschmissen, weil Hennix rangegangen ist. Oh, lol. Ich wurde auch gerade rausgeschmissen. Ihr wurdet rausgeschmissen? Ja, aus der Cell Station. Lol. Nein, ich will nicht mit dem Alten sprechen. Nein, lass mich aufheben. Wer sehr will das Spiel machen? Ich gehe in den Wald und werde für immer dort leben. Werde immer dort leben. Ich bin ja am Angeln. Ich muss schuften für das Ding, was ich brauche für den Doktor. Ich hab ein neues Ziel. Ich mach den Friseur auf. In der Hoffnung, dass das wird. No, ich süß. Ja, ich bin dir dabei am Helfen. Ich versuche Holz zu sammeln. Ich habe ein Bronzetrache-Relikt gefunden. Ja, es gibt Museum. Ach so, wo ist ein Museum? In der Stadt. Beim Exploren und zum Beispiel so Fischen und Sachen bekämpfen, droppt ja, manchmal solche Sachen. Hier steht kein einziger Baum. Yep. Irgendwie ist es ziemlich baumlos. Die Bäume sind alle weg. Leute, darf ich euch einen Tipp geben? Nee. Eastern Whiteness. Was? Da war ich gerade. Hier ist Silk. Ich habe einen Angelfish gefangen. Aha, ein Angelfish. Ja. Wie hast du das denn geschafft? Ich weiß nicht. Ich habe auch eine Quill ist eine Feder. Ich habe eine uralte Engelsfeder gefunden. Ich glaube, die wird Samael noch. Ich wollte sagen. Ja, das von dir ist ja. Das Pixel gefunden, ja. Du hast gerade meine Feder gefunden. Bestimmt habe ich das. Wo ist denn das Museum? Was ist denn der Stadt? Pixelchen, Hallöchen. Museum. Warte mal, ich muss prügeln. Petstore, aufs Maul. Ah, lass uns prügeln. Aufs Maul. Aufs Maul. Hä? Aufs Maul. Wo ist das? Bäumchen. Kann man ihn fällen? Ich hab jetzt ein Bäumchen geklaut, kann das sein? Doch. Ich nehme den Baum. Wo ist das Museum? Nicht bei der Bibliothek. Du bist auf dem Weg? Jetzt erst, mach mal zuerst. Also, yes. Falls du meinen Marker zufällig auf der Map siehst, ich stehe gerade davor. Da, wo Lin gerade steht. Ich hab einen anderen Baum. Museum. Oh scheiße, ich hab den Holz angesammelt. Ich hab den Holz geklaut. Ja, ich seh dich. Da kannst du den Baum hier haben. Bin ich? Oh. Ich hab gerade Lebenskrise. Warte, ich helfe dir. Ah, okay, warte, ich weiß, wo du bist. Ich weiß, bin ich Schnauzer. Ja, Schnauzer-Power. What's Geh mal weiter hier hoch. Komm, jetzt Level 11. Ich bin jetzt strong. Eigentlich nicht. Du bist jetzt strong. Ja. Strong. Pixel strong. Strong.
Who's Gronk? Gronk, Gronk? Nein. Gronk? Gronk? Wo ist Gronk? Wo ist Gronk? Keine Ahnung, was ist mit Gronk? Ich hab Gronk verstanden gerade. Ich hab Stronk gesagt. Ach so, ich hab Gronk verstanden. Ich auch. Wir hatten gestern kurz Gronk im Sims. Da hab ich einfach einen fetten Bart genommen, da war ein Gronk. Instant Gronk. Yes. Wenn du Gronk haben willst, einfach Brille mit Bart. Da ist ein Gronk. Warum habe ich gerade ganz kurz gesagt, du erzählst ja gestern bei Sims, wir wurden geradet von Gronk. Das wäre witzig gewesen. Alter. Dann bist du gestorben. Ich wäre gestorben, definitiv. Ich wäre also wirklich gestorben. Ich wäre sogar am nächsten Unternehmen danach gestorben. Ich wäre einfach vom Stuhl gefallen. Passt. Ich wäre nicht vom Stuhl gefallen. Ich wäre von der Etage gefallen. Ich wäre von der Etage. Einfach durch den Boden. Warum bin ich, warum bin ich plötzlich im Keller? Hallo. Ich wurde wieder getötet. Ich hab Dinge. Wie bist du getötet worden? Was ist los? Ich wurde zu Brei geprügelt. Ich hab Orbs gesammelt, Leute. Einfach zu Brei geprügelt. Warum machst du sowas, Pixelchen? Ich bin ausgerutscht. Ach so. Ich bin aus Versehen in deren Ellbogen gelaufen. Wie kann ich denn gut was geben fürs Museum? Wie bitte? Da sind oben so Türen. Ah, muss ich die Sache suchen gehen oder was? Da musst du es einfach dann reinlegen. Musst du das Ding suchen, wo das halt aber reingehört. Es gibt einen Mod-Arke. Und Tanne Juri. Ein Mod-Arke. Hallo Juri. Aber es gibt eine Mod-Arke. Habe ich gesehen. Da kannst du, glaube ich, den Charakter editieren. Und sind Haven. Mehr für Zahnhaven. Ich brauche mehr Power. Vielleicht brauchst du das, weißt du? Zur Not. Oh. Oh nein, hier ist ein Boss. Hier ist ein Schleimkönig. Leute, nein. Oh nein, ich muss alles durchsuchen. Hä? Oh, ein Schleimkönig? Dann ist das Spiel nicht ab 16? So, guck mal, dann habe ich sogar. Pixel. Ich auch. Kann ich dir auch geben. Es ist schon spät und Schleim und so, ja, ja. Ja. Ihr wisst schon, ihr könnt im Museum ganz viel Zeugs abgeben, ne? Ich weiß nicht gerade. Alles? Oder ganz alles viele? Mögliche, also auch saisonale Sachen. Da sammelt gefühlt ja alles. Hier, hast du da mal nachgeguckt, Arke, ob da die Ohren sind von dir? Ja, guck mal, Museum, Arke. Ja, ganz sicher hat jemand nicht. Den da abgeliefert. Das wäre nur Fossilien oder so. Nee, schon ein bisschen dreißig. Wie die es geschafft haben, einfach Charakter kaputt gemacht. Ja. Das schaffst du, Leon. Was auch immer. Du schaffst das. Ja, bitte? So. Alles gut. Die Errungenschaft könnt ihr gar nicht sehen im Stream, oder? Nee, das ist es auch nicht. Wo muss ich denn da hin, Mann? Ihr Kuschelbärchen. Ja, da kann ich dir eine geben. Schaltet manchmal die so nervig, glaube ich, fahren. Oder? Wie war das noch? Weil. Also es gibt hier wirklich gefühlt alles Springcrops. Ich bin mir nicht mehr sicher, eigentlich. So, ich habe viel Holz gesammelt. Wie viel Holz habe ich? 46, also für Planken reicht es ein paar. Ich werde ein paar Planken machen. Wie viele Planken brauchen wir noch? Alle. Leute? Alle? Also alle 30? Okay. Mach einfach alle. Die brauchen wir eh für alles Mögliche. Du? Mach alle. Also ich habe gerade noch Planken produziert. Ich muss mal gucken, wie viel das jetzt nochmal waren. Ich glaube irgendwie um die 20. Irgendwie 20. Okay, ich muss gleich nach Hause. No. Ja, was ich übrigens gemacht habe. Immer. Ja, ist nicht. Ich wollte gucken, wo ich das Zeug hier hinschmeißen kann. Ich habe auch 12 Arke singt das, glaube ich, den ganzen Tag gleich. Forever Yellis. Was ich sagen wollte, war meine Strategie, die ich im anderen Spiel schon gefahren habe, tatsächlich die Bäume im Wald nie zu fällen. Hä, warum? Weil ich das Gefühl hatte, dass es jeden Tag eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass an diesen Bäumen, die ausgewachsen sind, Silk wächst. Ah, das ist eigentlich schlau. Und die Bäume, bis die wachsen, ist dort arschlange. Paar Tage auf jeden Fall, eine Woche oder so. Silkwelle kaputt gemacht? Ja. Wir haben die ganze Zeit sehr wenig Silk. Fällt euch vielleicht auf. Ich hab ein Silk. Das ist also halt ein Fabric und drei Silk habe ich. Das war's. Im anderen Spiel stand, keine Ahnung, da hatte ich 20 Fabric. So in die Richtung. Oh, kommst du mich besuchen? Ja. Leg dich ruhig zu mir.
Habe ich getan? Nice. Ich weiß nicht, ob das richtig ist und ob ich mir das nur einbilde, aber ich habe immer nur die Bäume gefällt, wo Silk dran war. Oder halt nur die Bäume mit Silk. Und dann bin ich jeden Tag da reingegangen und habe geschaut, wo Silk ist. Deine Flügel. Meine Nase. So. Test, test, test. Test, test, test. Test, test, 1, 2, check, check. Los, los, los. Tut, 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 tut. Eine wichtige Mitteilung. Auf dem Glas 8, 3, 8, 4, 5, 1, 3 Viertel. Ja. Ja, keine genau. Ja, ich muss noch 500, Mann. Leute, ich würde mal sagen, einmal kurz sammeln. Wie viel Fabric habt ihr im Inventar? Ich habe gar keins mehr. Ich habe es Arke gegeben. Ich habe nichts. 2. Ich habe 3. Also wir haben schon mal 5. Sammeln, hast du noch Fabric? Oder Silk? Na, immer doch. Ich bin schon Cuties. Woher war nicht da? Ist was weg? Ich war auch Klo, hab ich gesagt. Ach so. Was war denn? Hast du Silk oder Fabric im Inventar? Nein. Ich hab beides auch nicht. Ich hab aber 20 Holz gemacht. Aber ich hab 12 Woodplanks. Nicht verzagen, Arke, wie glaubt man uns? Ich hab gar nichts mehr. Oh. Ich muss mal irgendwas machen. Danke, pure Verzweiflung. Jetzt wärst du nicht verzweifelt, wenn deine Orte auf einmal weg sind? Jupp. Yep. Ich höre da nichts mehr. Das ist ja scheiße irgendwie. Wenn meine Finger noch hab, kann ich noch zocken. Ja, du hörst das Spiel nicht mehr. Das ist schlimm. Man möchte das Spiel auch irgendwie hören. Ja. Als zumindest, wenn man es vorher gehört hat. Dieser Händler da auf dem Weg zur Mine ist ja voll der ist scheiße. Der ist für die Tickets und der verkauft nur Portions. Also, wer hat eigentlich 3000 Gold von euch, Leute? Ja, 5000. Ich hab 7000. Was, wie viel Geld ich hab? Ja, für das Ding da. Ich hab ja alles ausgegeben für die Pinguin. Ich hab jetzt noch 3500, also 3500. Ich hab 1000. Du musst ja auch mal AG herhalten für. Ja, warum denn ich? Ich hab nicht mal am meisten Geld hier. Ich brauch das Geld für den Doktor. Ich mach das sonst so. Ich hab 7,9. Das ist entspannt. Du hast 7,9, dann mach du das. Und ich hab hier kein Pet gekauft. Will ich nur mal kurz so anmerken. Das stimmt. Was weiß ich, womit ihr die ganze Zeit so viel Geld macht? Ich weiß noch nicht. Ich bin arm. 1.900. Aber es geht eigentlich noch. Aber wo sind so Bäume mit Zirk? Im Wald sind gar keine Bäume mehr. So. Und die wachsen halt nur an Bäumen. Wir haben, weil ich am Anfang alle Bäume weggemacht habe, auch kaum Setzlinge auf unserem Hof. Das heißt, die sind auch alle nicht ausgewachsen und selbst die da sind, die sind kaum vorhanden. Das war nämlich auch dumm. Da habe ich mich auch eine andere Methode gemacht, nämlich immer nur die zu finden, die jetzt fertig sind. Ich habe einen Diamanten gefunden, weil ich eine Schildkröte am Strand umgedreht habe. Oh. Als hat er einen Diamantpanzer gehabt. Anscheinend, sie hat ihn einfach abgeworfen. Schildkröte, ich komme. Ich habe gerade irgendein scheiß Tutorial. Weiterhin Tutorial, was ist denn das los? Wie sind wir jetzt bei Dingens? Ja, Final Fantasy. Ja, ich wollte sagen, irgendwie sind wir bei Final Fantasy. Muss ich mal weiterspielen. Final Fantasy? Ja, online, 14. Oh. Ich hab das mal vor ein paar Jahren angefangen. Ja. Aber irgendwie, weiß nicht. Irgendwie hatte ich da ein paar Spiele, die mal dazwischen kamen. Bin ich so richtig. Eigentlich will ich das. Wollte ich das mal nachholen. Mal. Ja. Weil ich die Teiler mag ich ganz gerne und so. Also die Charakter aus 14. Ich bin eine Katze. Yes. Katze! Pickaxe-Partner! 2 von 3! Genau. Lulululu.
Da ein Lu, hallöchen Lu. Oh. Na Lu, wie geht's dir? Was geht? Bist du auf Adventure? Was suchst du, Lu? Du redest nicht mehr mit jedem. Vielleicht ist Lu gemutet. Stimmt, das kann auch gut sein. Mhm. Okay, tschüss. Nicht sterben, danke. Wer stirbt? Ich passt. Alter. Schwupp. Alles gut, Sam. Okay. Ich bin nur kurz gemutet, tatsächlich. Ach so. Ich bin gerade am Gucken. Ich bin am Überlegen, wie ich Geld verdiene. Und ich muss ins Museum. Oh, wo bist du? Ich möchte mitkommen. Da bist du ja. Ich komme einfach mit. Ich hänge weiter an der Ausarbeitung von wie zum Geier bekommen wir Fabric. Wie zum Geier bekommen wir Ohren. Ja, das ist am wichtigsten. Das gilt, also das ist die dem Zweck. Wir versuchen, die Ohren zu kriegen. Leute, wie bekommen wir jetzt Ohren für Arke? Was ist, wenn man die da nicht bekommt? Was machen wir dann? Dann habe ich versagt. Ja, das hast du. Dann kennst du dich Sunhaven. Nur du alleine. Wer kennt der was? Ich hab jemanden im Museum gefunden, die ist unter Steinen begraben. Echt? Ja, sowas passiert. Passiert mir auch schon. Passiert mir ganz oft, ist schon fünfmal die Woche passiert, dass ich unter Steinen plötzlich liege, ohne zu wissen warum. Ich auch. Ist auch mal passiert. Ja. Ist ganz normal. Man findet manchmal auch ganz andere Sachen, so wie Stöcker dazwischen. Die pieksen ein bisschen im Rücken, aber alles gut. Ich darf da nicht hin? Okay. Danke für das Tweet für Ken Arke, Nick. Und das Heidrin. Und ich muss auch hydrieren. Danke, Ego. Hydrieren? Dann mach ich gleich mit. Ja, fein. Ja. Oben trinken. Eine Hydrate. Ohne Ohren kann ich nicht trinken. Wieso ist da dein Mund dran? Ja. Ich suche gerade die ganze Zeit das blöde Ding im Museum, wo ich es hinstellen kann. Was ist es denn? Aquarium. Was hast du denn? Eine Feder und ja, Aquarium. Drachenstatuen-Dings. Aquarium. Da gibt es nur Aquariumsbereich, da gibt es nur einen Bereich, wo man was hinstellen kann. Okay, das andere sind's. Ich bin gerade im Aquarium. Das war der letzte Bereich, den ich abgesucht habe hier. Achso, da ist nur ein Bereich, wo man es abstellen kann. Das andere sind so Fischtanks. Deswegen, da kannst du es nicht reinstellen. Ja, da kommt die Drachenstatue hin, das stimmt. Ah ja, und da kommt auch diese... Ja, okay, danke. Bitte. So, jetzt passt, es ist drin. Servus, kannst du deine Federmuseum betrachten? Guck ich das gleich? Ich bin gerade in diesem Fischengedönse hier. Welche Fotos machen, Frau Lu? Frau Fürstin? Kann ich jetzt rein? Yes. Ja. Wo ist das Museum? Guck mal, das ist ein altes Pokémon. Das ist eine Fusion aus Dragoran und Dragosso. Dragosso? Dragosso. Verstehst du? Wegen Dragoran und Dragosso? Das ist einfach ein Pokémon. Der lagert einfach ein Pokémon. So. Einfach Pokémon. Wo ist denn das Museum? Oh, wo bist du? Ich zeig's dir.
Kommen wir jetzt wieder hoch. Ich war einmal unten in der Map. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, was ich dazu sagen soll, um ganz ehrlich zu sein. I know what you mean. Hier bin ich. Und ich meine wirklich, was du meinst. Oh. Lass pixeln. Tschüss. Hier bin ich. Dann kann man hier lang. Da ist es ja. Da. Ja, Museum. Museum. Oh, ist das ein Date? Oh, ich glaube, muss die anquatschen alle so. Erstmal habe ich hier Text. Yes. Hatte ich von auch. Muss ich ein bisschen quasseln. Yay! Blade Buddy. Ja, ein Blade Buddy. Meine Ohren. Irgendwie habe ich jemand angesprochen und dann habe ich 2 von 3 Blade Buddy bekommen. Alles gut, Lu? Ja, alles gut. Ja, soweit. Okay. Kann ich mich nicht einfach irgendwo hinstellen und so tun, als wäre ich ein NPC? Und dann? Weiß ich nicht. Ich wollte schon immer wissen, wie ein Leben eines NPCs ist. Ich will doch einmal in meinem Leben eine Statistenrolle haben, dass ich wichtig bin. Ich bin gerade nur überlegen, was ich machen wollte. Ich glaube, ich wollte noch angeln gehen und so und Dinge verkaufen. Weil ich brauche noch 400 oder so. Dann kann ich endlich das Ding brauchen. Nicht das, du wolltest doch gut sein. Hm? Was? Ich dachte, du wolltest auch cute sein. Cute? Fair. Ja. Ich dachte, dass Lou nicht vergessen sollten, auch noch cute zu sein. Das wollte auch noch machen. Na. Ach so. Hä? Das kann man. Aber Lou kann das doch niemals vergessen, weil sie es das doch ist. Wegen ja. Ja. Ach, ihr seid cute. No. Oh. Genau. Alle cute. Auf die Pilze, die brauche ich eh nicht. Ich brauche noch. Brauch schon Pilze. Ich glaube, ich verkaufe einen Saphir, oder? Und nicht alle. Oh, ich habe fast 400, dann verkaufe ich einen. Schade, dass man nicht irgendwie mit Geld tauschen kann. Alles gut. Nee, ich muss das Stethoskop vom Doktor kaufen, dann kann ich, glaube ich, das Ding weiter erhöhen. Dann kann ich ihn bald heiraten, wenn es so weitergeht. Als ob das keine Grundausstattung für seine Arbeit wäre. Wie er dich ausnutzt. Aber hallo, was heißt denn hier ausnutzen? Stell dir einfach vor, du sammelst einfach nur vielen Stuff und sagst dann, ja, Babe, ich bin raus. Ja, jetzt habe ich meine Sachen bekommen. Jetzt habe ich alles. Jetzt habe ich tausende Geschenke und mein Stethoskop, ich geht jetzt. Ja, ja, genau. Wenn du meine Frau werden willst, dann müsst du erstmal mir was kaufen. Ach ja. Das ist doch alles ziemlich belastend. Es gibt
arsch viele Diskussionen, dass Sachen broken sind seit dem letzten Patch. Also, es kann, und was, jo? Kann daran liegen. Ey, so uns hat es, glaube ich, doch gut getroffen mit der Charakter-Optik. Welche, die starten mit 0 Mana oder irgendwo komplett random auf der Map. Erklär das, Ake. Oder random Textboxen. Wir haben uns einfach nicht den besten Tag zum Spielen ausgesucht, ich merke schon. Ja. Dann haben die Leute anscheinend einen Randomizer benutzt. Wie heißt ein Randomizer? Was denn? Randomizer? Ja, ein Randomizer. Aber steht denn da auch sowas von wie einfach geänderte Haare oder einfach verlorene Davon Ohren? Ich habe leider noch nichts entdeckt. Dum, dum, dum. Ich hab dem Spiel nichts getan, trotzdem hasst es mich. Müssen wir eigentlich schon wieder schlafen? Ist erst 8 Uhr. Ach du Nachmittags. 8 Uhr nachmittags. Ich meine, warum steht da nach Nachmittag? Ach ja. Was ist das denn für eine Tür? Boah. Ja, Pickaxe-Partner. 3 von 3. Yes. Was ist das hier? Dum. Ich leg mich schon mal ins Bett. Ich glaube, okay. Das ist okay. Ich gehe auch ein bisschen knacken. Wir gehen jetzt alle früh schlafen, damit ich endlich das Stethoskop kaufen kann. Nice. Ja, ich tue nur so, als ob. Tust du so, als ob du schläfst? Ja. Ich bin ja nach Futtern gewesen, sorry. So, so. Ich mal mir auf den Augenlidern solche Augen, dann sieht das aus, als wäre ich immer wach. Genau. Gut, oder so eine Brille. Oder ich setze mir so eine Brille mit so einer Knollennase und Schnauze auf, aber dabei sind dann die Augen da drauf gezeichnet. Genau ja, so. Den ganzen genau Doktor. So. Nur den Doktor klären, Mann. Ja, klär ihn ab. Sonst komme ich noch mit hochgekrempelten Ärmeln und sag ihnen, was Sache ist. Genau. Erstmal ein bisschen schlafen. Ein Helfen ist blöd. Hat gehört ja nichts. Dein Lieblingsspiel ist das kaputt. Ja. Was ist alles broken? Hey, die Ohren. Alles. Und bei mir ist alles normal. Ich glaube, meine Flügel haben eine andere Farbe irgendwie ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob. Dann ist ja auch was passiert bei dir. Ich glaube, die weißen Ränder waren nie wirklich da. Die was? Keine Ahnung. Aber Ark hat Ohren verloren. Du hast eine Woche im Wald gelebt. Das war mindestens 3 Monate. Länger. Mindestens. Ja. Ne? Also mehr als eine Woche. Das war mindestens 3 Monate, wenn nicht sogar ein halbes Jahr. Ich bin einfach ein halbes Jahr gealtert. Sag doch, wie es ist mit dem Pinguin. Ja. Hat er.
dein Arzt dich dazu gezwungen, in den Wald zu gehen? Ja, witzigerweise hat das Spiel damit begonnen, dass ich zum Arzt gegangen bin und ich ihm erzählt habe, dass ich eine verletzte Person im Wald gefunden habe. Also, fand ich dann doch ganz lustig. Okay, war das ein guter Zufall? Sehr guter Zufall. Yes. Aber das war schon meiner neuen Liebe auch immer. Schatz, geh erstmal dahin, mach dies, sammel mir das ein. Ich sitze da und mach nichts, aber sammel mir bitte noch das ein. Ach ja, dann hast du noch das vergessen, dann machen wir das noch eben. Geh in den Wald und sammel mir das ein. Ich sitze da, sondern in der Zeit warte auf dich. Mach's auch mal los. Ach ja. Immer vor. Mhm. Nein, das ist doch Spaß. Du klärst den Doc schon. Ja, ich mach das gleiche. Ich kann auch vielleicht den Stethoskop. Wie, der will auch noch, dass du ein Dinges kaufst. Oder siehst du, der nutzt dich nur aus. Was, wer nutzt mich? Hallo, der nutzt mich nicht nur aus. Ich nutze ihn aus, wenn dann, ja? Aber du kaufst doch Zeugs und sammelst ein. Der Arzt denkt sich genau anders um dasselbe. Ich nutze ihn nur aus. Das sehen wir ja noch. Der hat mir eine Windmühle geschenkt. Die ganze Windmühle. Ja, der hat wahrscheinlich geklaut oder aus letzten Jahrhundert oder so, keine Ahnung. Er hat sich den neuen gekauft und wusste nicht, wo die alte hin soll. Oder noch im Keller gefunden. Die wilden Theorien hier. Achso, ist der Friseur eigentlich jetzt offen? Nö. Offensichtlich nicht. Es fehlt immer noch, es fehlt weiterhin noch Fabric. Achso, es fehlt uns. Hm. Wie denn auch? Wir haben keine Bäume. Fabrikare, also hier wachsen Bäume. Also die Fällen, die hier rumwachsen lassen. Also die rumwachsen. Vielleicht wächst da Fabrik drauf. Damit, wo eventuell uns... So, nur gucken wir, ob wir das mit der Mod hinbekommen, Arke. Ich glaube, das wäre mit der Mod vielleicht sogar wirklich das Beste. Weil ich habe hier einen Mod gefunden, ich habe einen Mod gefunden, ich guck mal kurz, mal, was da steht. Das ist ein Haven, den man jetzt hier steht. Eine Customization Mod oder sowas. Adds an edit button that lets you edit saved characters appearance at any time oder wie? Ja, so eine Art. Und du hast ja dann, wenn du einen Charakter laden willst, hast du dann da halt noch einen Edit-Button da drüben, neben dem Delete. Was war's? Ich hab nämlich, du hast vorhin gerade nochmal geguckt, ob es von offizieller Seite, also auf dem Sunhaven Twitter-Account was gab, und da wurde halt lediglich nur das Update angekündigt, das neue, vor 5 Tagen, was neben Museumzeug auch... Safe Game. Die Charakter-Customization verändert. Ah, das heißt, die Museumsachen sind neu, aber ich hatte mich die ganze Zeit gefragt, warum bekomme ich mit meiner Schlange derzeit so viele Sachen, aber warum habe ich noch Geist gefunden? Ja genau, du kannst praktisch hier... Neu. Das ist am Tag, wo wir beide gestartet haben, da ist das gerade rausgekommen. Lol. Arke, das ist ein Mod, da gehst du wieder im Charakter-Creation UI und dann kannst du dann deinen Namen ändern und halt die Eigenschaften, also dann aussehen. Appearance, weißt du? Aber das ist experimental. It appears to work fine, but please back up your save files before using it. Die Beschreibung vom Stethoskop, ne? Ja. As sure as my own heart beats, I will always be there for those who need me. Soll ich den Mod mal senden, Acke? Hab ich dafür gerade Motivation? Oh, cutie. Bin ich geflaut? Jo, ich sende dir trotzdem mal. Vielleicht auch mal in Lu, vielleicht ist es auch was für sie dann. Wenn der Friseur dann da nichts macht. Der Typ ist sowieso der größte Scammer, der Harris. Weißt du, er hat in der Textur von seinem Verkaufswagen, da liegt hier Silk drin, aber du kannst kein Silk bei ihm kaufen. Das ist nur Dekoration. Das dachte ich mir nämlich auch schon mal. Dachte ich mir, oh, dann kann man Silk kaufen? Nein, es ist nur Deko. Macht mir irritieren, wenn du so leise bist. Man kennt sie gar nicht so leise. Hat eigentlich viel zu erzählen von ihrem Leben. Achso, ich hab mich gerade hier gemutet, weil ich manchmal mit dem Chat am Reden bin. Achso, brauchst du dich muten, oder doch? Achso, ich mute mich halt, da ich euch nicht die Ohren voll quatsche. Dabei. Was? Ist doch nicht schlimm. Also, ich finde das nicht schlimm, ich weiß nicht, wie ich anders finde. Ich finde das auch nicht schlimm.
Aber ich würde mich wahrscheinlich auch die ganze Zeit muten. Ich weiß genau. Okay. Lu ist halt höflich. Ja. Ich meine, ich brauche mich nicht muten. Das ist, oh, bei ja. mir ist ja generell alles ein bisschen alles so ruhig. Ja, bei mir auch. Bei mir ist er auch ziemlich ruhig. Ich habe keine Lust, mit meinem Chat zu interagieren. Würde er überhaupt schreiben, Mama? Oh, und das ist immer so richtig demotiviert. Da hat immer keinen Bock. Oh. Aber man kann mir nicht die Ohren wieder abschneiden. So funktioniert das nicht. Ja, das macht man nicht. Man schneidet einem Wolf nicht die Ohren einfach ab. Der kriegt die Bedeutung, ich habe mir die Ohren versetzt lassen, was ganz anderes. Wow. Das ist praktisch wie, als würde man los Hörner abhacken, wa? Was? Nee, bitte nicht. No, keine Hörner da abfassen. Das ist verboten. Ja, aber so fühlt sich das wohl an. Gehen Nerven durch die Hörner? Weiß ich gar nicht. Hast du da... fühlst du irgendwas durch die Hörner, du? Oder ist es einfach nur... Das ist einfach nur Elfenbein. Lumo? Hörst du mich? Ja, wir hören dich. Ja, was denn? Ob Nervenbahnen durch deine Hörner gehen oder ob das einfach nur so ist wie... Ja, halt... da sind Nervenbahnen und so drin. Also nein. Nichts dran machen. Also abhacken, okay. Nein. Das heißt, wenn man deine Ohren reibt, wenn man deine Hörner reibt, dann tönt dich das an. Aber wenn wir so ein bisschen von deinen Hörnern abkneifen, haben wir dann das Pick of Destiny? Also meinst du, wie bei Animes, wenn man normalerweise Ohren und Schwanz flauscht? Yes. Wir verstehen uns. Was ist jetzt passiert? Er hat eine Maus namens Charlie! 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 Fievel wäre besser gewesen. Wer? Fievel, der Mauswanderer. Fievel war so toll. Ja! Ja, Fievel war so toll! Weißt du, was das Beste ist? Man kann das gucken. Ich bin dumm. Warum bist du dumm? Weil er mir ein Stethoskop geschenkt hat. Wow. Und er jetzt dachte, ich habe ihm sein Geschenk zurückgegeben. Lol. Oh. Das Spiel ist cursed. Das will nicht, dass du den Doc datest. Ich habe eben 4000 ausgegeben für ein Stethoskop, das ich schon besitze. Und jetzt? Ich weine. Jetzt könnt ihr gleichzeitig gegenseitig euer Herzschlag hören. Romantik! Das ist ein Doktor-Date! Vor allen Dingen 4000? Ja, 4000. Ist das aus Diamant oder was? Das ist doch Diamant oder was? Ich meine, nee, eigentlich nicht. Eigentlich, sagt er so. Sam, danke für deinen Sub! Für deinen Resub! Schon 3 Monate! Ich merke gerade, dass er irgendwann eine Stimme Werbung bekommen hat bei dir. Was? Ja, ich habe eine Werbung bekommen, gedacht, wie bekomme Werbung? Und das ist das Mod? So. Ich hab mir gedacht, gesehen, mein Abo ist weg. Ich muss Resub. Abo ist weg, ich muss nur Resubben, genau, einfach Resub oder Subben hier. Ja, ein Pixel ist da drin. Wenn er gesagt hat, er kann noch kein Affiliate. Yes. Noch. Ja, chillen, Digga. Ah, Kabel bälle, auch schon gemacht. Bälle. Also ich bin nicht böse, wenn ihr bei mir nicht gesubbt habt, alles gut. Es geht ja auch nicht. ja, hast recht, lass mir lieber sein. Wenn ich jetzt gehen würde. Nein, aber. lohnt sich nicht, ihr bekommt nicht mal das Sub, weil es geht das Sub. Ich überlege, wie kann man jetzt AK aufmuntern? Ich glaube, ich muss Kekse vorbeibringen. No. Porn. Hä? Porn. Porn. Du kannst ja Kekse in Form eines Rohrs machen. Ich hab immer ein Dame da so ausrede. Es ist auch möglich, AK. Ich habe keinen Lebenssinn mehr. Ich weiß nicht, wie ich heiraten kann. Muss ich wirklich das Haus vergrößern? Wie vergrößern ich das scheiß Haus? Ich kann dir Kicktohren machen. Du kannst Häuser vergrößern, wenn du in die Town Hall gehst und dir da ein Upgrade-Kit holst. Ja. So, du musst dir zuerst Tier 2 holen, das kostet 10.000. Dafür brauchst du sehr viel Stein, sehr viele Holzbalken. Das musst du nämlich an deinem Tisch craften. Ich weiß nicht, ob wir den überhaupt schon besitzen. Nicht ja, an so einem... Ich schon studiert. Weiß nicht mehr, welcher Tisch das war. Auf jeden Fall... Ich hab das Upgrade schon geholt.
Und mach das Tier 3 Update, dafür brauchst du Hartholz und Hartstein, das können wir noch nicht machen, weil wir haben keine Adamantwerkzeuge und das sind die Sachen, die auf unserem Farm stehen. Ich sehe schon, das wird lustig, okay. Weiß ich auch nur, weil ich das letztes Mal erst gemacht habe. Adamantwerkzeug. Nein, ist doch nicht schlimm, Leon. Ja. Sehr schlimm. Aber dafür ist ein gewisser jemand ja wieder in seinem Revier unterwegs und grindet durch. Aber Arktisch kann dir dann sonst, wer ist das, Keksohren machen? Ich hätte gerne echte Ohren. No. Ich wurde entohrt. Entohrt. Wie wird mich Jun jemals lieben können? Die Inseln werden sehen. Musst du ja auch nicht bei jedem. Ja, das stimmt. Bin auch nicht bei jedem. Ich bin bei vielen, aber nicht bei jedem. Kann man sich, glaube ich, gar nicht leisten bei jedem. Oh, ich muss gerade sagen. Ja? Was nice. Ist, woher denkst du, dass ich meine ganzen Äpfel bekomme? Ah, ich verstehe schon. Bei jedem Sub zu sein, oder? Ja. Das geht ja nicht. Irgendwann schon ins Geld, wenn du irgendwie bei 30 Leuten Sub hast. Ja. Wisst ihr, was übrigens in dieser Konstellation ganz lustig ist? Mein teuerstes Sub hier ist das bei Pixel. Wisst ihr auch warum? Weil ich Pixel auf dem Handy gesubbt bin und das auf dem Handy teurer ist. Warum machst du das denn sowas? Was ist jetzt los mit dir? Lol. Was? Wie viel kostet das? Ist wirklich teurer. Über 4 ist Euro. Normal ist es 3,99 und auf dem Handy irgendwas über 4, irgendwie 4,50 oder so. Ich weiß nicht. Warte mal, das Handy hat die alten Preise von damals? 4,19. Ich glaube, es liegt aber daran, weil es Handy ist und andere. Da läuft es über Google Play. Ja. Wow. Ich habe ein Mobilabo, das ist das bei Pixel. Was machst du sowas? Lass mal sein, ich weiß es nicht. Du bist krank und weißt du das? Das muss. Du gehst einfach kurz warten, dann zum PC ran und dann subben. Mach mal das Leon, nicht. Leon, das ist dein Ernst. Did you remember body, when you've been happy? Man muss bedenken, eventuell noch die Gifte zu haben. Never remember happy day. Was Hallo Leon und danke für den Resub. Hallo, danke für 2 Monate Ruhigkeit. Hallöchen René, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Du bist heute ohne Ohren. Du sagst, ob Leon jetzt, also andere Leon da, 5 gegiftet. Er hat 5 gegiftet bekommen, okay. Aber ich meine, bei manchen wechsle ich das ab. Ich hab so meine festen Zapdinger, weißt du? Mhm. Ich jeden Monat reinballer und bei manchen wechsle ich das halt ab, weißt du? Mhm. Ohne Ohren. Ja, Leon, du musst wissen, ich habe heute Sunhaven gestartet und Sunhaven dachte sich so, Arke braucht keine Ohren, erstmal abschneiden. Ja. Und jetzt sind meine Ohren im Spiel weg. Ich bin ein Wolfsmensch ohne Ohren. Weil das Spiel buggy ist nach seinem Update. Und jetzt habe ich keine Ohren mehr und seitdem meine Ohren weg sind, sehe ich keinen Sinn mehr in meinem Leben. No. Das ist eigentlich so eine Zusammenfassung. Ich Galaxy spielen will. Und dann sehe ich den für deinen Follow. Wir können ja wohl eine Tee. Was? Du spielst Mario Galaxy bald? Ja, ich habe Sunshine gespielt und jetzt wollte ich die Woche Galaxy anfangen. Ich schwanke nur noch, ob ich das Samstag anfangen will. Ich freue mich auf Sonntag, Leon. Weil ich Samstag Zeit habe. Sonntag gibt es wenigstens Ohren. Oder Sonntag. Ich würde es noch sehr viele Ohren. Yes. Ich weiß, oder du bist nicht im Discord. Wenigstens eine gute Sache. Aber auf jeden Fall wird es mittags sein, wenn dann überhaupt. Ich würde jetzt mal so sagen, entweder. Gucken, vielleicht Samstag? Ich muss nochmal gucken, wenn ich. Ich streame ja morgen nochmal. Auf jeden Fall. Bis morgen weiß ich es. Ich überlege bis morgen, wann ich Galaxy spiele, um wie viel Uhr. Du redest dieses Wochenende, ne? Ja, dieses Wochenende spiele ich Galaxy, genau. Nur bin ich Samstag halt weg, weil ich auf Konzert gehe. Hast du erzählt, ne? Wo geht's denn? Harry Potter Konzert. Diesmal nur 45 Minuten Technical Difficulties, das wäre ganz gut. Aber ich gehe irgendwie dieses Jahr auf viele Konzerte, habe ich festgestellt. Ja. Du kannst mir erzählen, wie es ist, das Harry Potter Ding. Ja, Harry Potter ist schön und gut, aber ich freue mich, ich gehe im Mai zu Skillet. Da sterbe ich. Das ist wild. Ich war letztes heftig. Jahr auf Festival, auf Novarock war ich letztes Jahr in Österreich und dann habe ich ich bin nur wegen Skillet nach Österreich. Nice. Ja, und dann hab ich John Cooper aus der zweiten Reihe gesehen und bin gestorben, als er mich angesungen hat. Weißt du, was das Schlimmste ist? Ja?
Ich war noch nie auf ein Festival-Konzert. Lou hatte dich etwa Invincible gemaked. Nee, Skillet ist eine Hardcore-Metal-Band, das ist mir klar. Ich kenn Skillet, hab ich früher auch oft gehört. Die Songs von damals und den Text konnte halt kaum einer und er hat gesehen, dass ich den mitgesungen habe und dann hat er auf mich gezeigt und mit mir gesungen. Süß. Das ist gut. So cool. Ja. Ich war meistens nur auf Konzerten von Garagenbands. Das ist aber auch schon wieder cool. Weil hatte ich überhaupt was gesagt? Habe ich überhaupt was gesagt? Ich kann mich nicht erinnern. Oft gab es mal sowas, wo ein ganzes Wochenende, wo so die Bands im Umkreis so Punk oder Metal gespielt haben. Und dann die dann am meisten Jubel bekommen hatten, hatten dann nächsten Tag als Vorband bei einer anderen Band gespielt. Die nannte sich dann Dimple Minds, die kam aus Bremen. Gebongt. Warum wurde ich gebongt? Von Eck. Warum wurde ich gebongt? Sag mal. Wieso, Hallöchen? Und die direkt, einzige. Oh, genau, der Schoss wird auch noch. Und im Lyrik, alle wegen Essen machen. Lass dich schminken. Entschuldigung. Und nein. Ich hab dazwischen gequatscht. Ich entschuldige mich. Aber mal schlafen, gute Nacht und vielleicht wird der Tag noch toll. Nachti. Ja, ich hoffe, dass der Tag noch toll wird. In meiner ersten richtigen Band, da wurde ich eingeladen, das war ein Unplugged-Konzert von ASP. Ich war mal auf irgendein Konzert von irgendeiner deutschen Sängerin, ich habe den Namen vergessen. Weil unser Dorf damals irgendwie gewonnen hat im Radio und deswegen war halt dann da ein Konzert und von umsonst hin. Ansonsten war ich mal auf der Animagic, gab es ein kleines Konzert von Sayuri. Das habe ich sehr gefeiert und das war's. Alle Gründe und sind nicht unverständlich für alle anderen. Ich bin gerade überlegen. Nee, also ich muss so sagen, Sam, das Novarock war auch mein erstes Festival, witzigerweise. Was sind deine Gründe? Auch dein erstes? Ja. Aber ich muss die Gründe erfahren, warum du mich bongst und erschießt, Eck. Und eine Band habe ich jetzt gehört vor kurzem. Was heißt vor kurzem? War circa 2 Jahre her oder so. Und darauf bin ich stolz, dass Bandmate! Ich habe Bandmate gehört. Ja. Kann mich nicht dran erinnern, wer das sein soll. Das ist eine japanische Rockband. Also ich glaube schon, dass ich die kenne. Warte, haben die nicht auch? Oder so gemacht. Ja. Warte, wie hieß es nochmal? Warte. Wie ging das Lied nochmal? Bandmate, ich kenne das Lied. Wie heißt das Lied, was ich kenne und so sehr mag? Und ich war auf dem Konzert selbst als Mate angezogen. Geil. Ich dachte so, okay, wenn die als Mate da auf der Bühne stehen, dann will ich da auch als Mate da stehen. Und dann gehe ich an der Kasse, hol mir ein Ticket und also ich mein Ticket abgegeben und so, also angezeigt. Und alle so, guckt mich an, ich so, ah scheiße, ich bin jetzt ganz alleine als Mate dort. Aber es war mir scheißegal. Also ich kenne die auf jeden Fall. Ich finde das, Choose Me hieß das Lied. Choose Me. Ja, Choose Me ist so gut. Ich liebe das. mein erstes Lied von Bandmate war Thrill. Also ich kann mit Namen nicht so, aber ich kenne das bestimmt. Ich auch nicht. Ich eigentlich auch nicht. Nur wenn ich die öfters höre oder lese, dann merke ich mir das irgendwann mal. Oh, ich muss auch mal mehr auf Konzerte gehen. Von euch will nicht jemand zufällig nächsten Monat zu Baby Metal nach Hamburg. Nee. Baby Metal war tatsächlich nicht so meins. Baby Metal wäre auch was für mich. Baby Metal ist witzig. Ja, das war gut. Es wurde erst angekündigt, dass Man With a Mission bald in Deutschland wieder Tournee macht. Das ist die erste deutsche Tour von Skillet, deswegen bin ich voll hyped. Die erste, echt jetzt? Ja, die waren noch nie in Deutschland vorher. Nein. Ich nicht. Oder? Die waren die auf dem Rock am Rock am Ring, waren die, oder? Pius hat es mal gesagt, die waren am Rock am Ring, oder? Aber eine richtige Deutschland-Tour hatten die nie. Soweit ich es weiß. Bin gleich wieder da. Okay. Baby Metal ist eine Vorband. Skillet. Wir haben gerade von Skillet gesprochen. Wo ist denn Baby Metal die Vorband? Vorband von Sabaton. Okay, never mind. Ich muss da ein. Bitte, euch, dann muss doch hier. Fuck, wie hieß es? Wie hieß das Song?
Omanchinai, genau, das muss doch kommen, wenn die da sind. Ich muss mal. Ängste? Kyo sagt, die hatten schon mehrere Europatouren. Vielleicht bin ich auch einfach nur alt und habe nicht darauf geachtet. Hm. Ich kann in Frankfurt ist Sabaton. Danke für dein Hydrate, Ego. Aber wie wir die Rennen also ich habe vielen Dank für deinen Follow Way the Fox of Fox Fun. Denn ich habe Way the Fox oder Fox. Ja, doch, dort. Oder einfach Way Way ist, glaube ich, ganz gut. Willkommen in der Unterwelt. So. Wupp, wupp. Ich wollte schlafen gehen, das wollte ich machen, nachdem ich jetzt geangelt. Oh, du wolltest schlafen, ja, ist okay, Leon, Mann, ich bin da nicht aktuell. Ich hab schon lange, also ich muss dazu sagen, ich war halt bis vor ein paar Jahren nicht so. Hallo, Sam, ich kann wegen dir nichts verkaufen. Du blockierst mich. No, du blockierst mich. Ich hindere an deinem Vorhaben. Nein, ich weiß gar nicht. Oh nein, ist Samuel ist böse geworden. Okay, na gut, dann gehe ich. Haha. Jetzt schlafen. Du hast dann eine Chance gehabt. Ich gehe einfach mit in dein Bett. Nee, du bleibst. Hallo. Ich wandere jetzt aus. Lass ihn nicht ins Bett. Lass ihn nicht ins Bett. Er beklaut dich nur. Wie? Ich flausche nur. Ich lebe auf dem Mond, okay? Wo? Oh, auf dem Mond? Ja. Wo, ich kriege schon wobei, mit. Mit. Ich wobei mit? Stimmt ja. Das, ich war ja vorher nicht auf dem Ring oder so. Meine Bettpartner. Da wollte ich ja auch irgendwann nochmal hin. Also auf jeden Fall muss man erstmal hin. Boah, damals als ich meine eigene Band gründen wollte, da wollte ich auch so auf so viel Konzerten. Ja, damals, das war noch klein und klein war und in die Windel gepustet. Wann ist das Laternenfestival? Weiß ich morgen. Gar nicht mehr. Wow. Mega. Oh, wir müssen morgen zum Laternenfestival, Leute. Nein, ich gehe da nicht hin. Ist das so? Meine Ohren geklaut. Hallo, Fios, jetzt auf rumzacken, Mann. Ich will mitkommen, wenn ich das auch darf. Hä, wohin? Zum Laternenfestival. Ja, das ist morgen, nicht heute. Okay, aber warum? Aber du kannst gern mitkommen, klar. Yes! Wow! Ich bin arg, wenn er glücklich, wenn ich dir ausführe. In der Gäse. Dann bringe ich meinen Schuh. Wofür hörst du mich aus? Schlag dich dafür. So. Was? Hörst mich aus, worum geht's? Wen willst du schlagen? Pius. Wieso? Weil ich ihn schlagen will. Warum willst du ihn schlagen? Weil ich ihn immer schlagen will. Warum wird ihn immer schlagen? Das ist so ein Ding zwischen uns. Da bahnt sich was an. Ja. Da gibt's Schläge. Ja. Aber dann ohne diesen Kreis so, schlagt euch. Ich geb dir gleich häusliche Gewalt da drüben. Ja, witzigerweise. Passt auf. Ich wohne ja in einem Mehrfamilienhaus, so, ne? Es kommt eine witzige Geschichte. Mhm. Und jetzt zum Lückenfüllen, damit ihr versteht, warum ihr das denkt. Im Schlafzimmer steht ein Fernseher. Und das Schlafzimmer und der Flur, das ist halt so, wie nenne ich das? Du hörst das, wenn ich da drin schreien sollte. Mhm. Und dann habe ich also die PS3 an diesem Fernseher angeschlossen und habe God of War, den ersten Teil, gespielt. Ja, Kratos war manchmal böse und die Steuerung war böse, weswegen ich eventuell, also im Stream bin ich immer sehr ruhig, aber eventuell habe ich da so ein bisschen die Fassung verloren und habe den Fernseher so ein bisschen angeschrien und beleidigt. Was ich gesagt habe, werde ich jetzt nicht wiederholen. Ja, wiederhole es. Nein, definitiv nicht. Von Wort zu Wort. Allerdings hat das dazu geführt, dass meine beste Freundin wohnt direkt hier unten drunter und die hat dann, und also die hat Kontakte zu dem gegenüber, also zu der Tür gegenüber, und der ist dann mal zu ihr gegangen und hat ihr erzählt, er hätte einen ganz bösen Ehekrach mitbekommen oder Pärchenstreiter, was weiß ich denn, und er hat überlegt, ob er mal was sagen soll, weil das klang schon sehr gewalttätig und was weiß ich denn, was da los war. Und ja, dann habe ich so verwirrt, weil er gemeint hat, es wäre so nachts um eins gewesen. Ich war so, wer streitet hier denn nachts um eins? Hä? Bis Pius irgendwann gesagt hat, du hast God of War gespielt. Und ich war so, oh, der hat mich und Kratos gehört. Scheiße. Und jetzt denkt der einfach, ich würde Pius anschreien und verprügeln. Nett. Also ich muss sagen, ich fand's halt lustig.
Oh, ich wundere mich, warum nächsten Morgen einfach alle Abstand von mir nehmen. Ja. Sehr, sehr. Eigentlich ziemlich lustig. Ich hoffe, dass da nicht trotzdem irgendwie Probleme kommen oder so. Nee, echt nicht. Plötzlich steht die Polizei vor der Tür so, up, ab. Da. Ich glaube, du denkst mir so, ich gehöre an die Klapse, alles gut. Aber gleich und gleich gesellt sich doch gern. Ja. Ja. Ich muss mich entschuldigen, ich habe mit Kratos gestritten. Das mit Kratos? Ja. Sorry, ich hab Ehekrach mit Kratos gehabt. Eine Frage, Lu? Ja? Wenn die Wahl hättest, Geralt von Riva oder Kratos? Ja, dann hast du Geralts Arsch gesehen? Natürlich. Was ist denn das für eine Frage? Hast du schon mal oben ohne gesehen? Ich mag lange Haare. Ja, klar. Ne? Badewannenszene. Also, ne? Also Geralt hast du gefühlt schon alles gesehen. Witzigerweise, ich habe nicht alles. Ich habe so eine Box abonniert, wo es dann Zeug gibt, ne, so Merch. Und da war auch mal Geralt-Merch dabei und da war so ein Poster von ihm dabei. Oh. Witzigerweise ist aber nur ein Poster von der Hintenansicht. Ach, Mist. Ja, nee, fand ich gut. Ich glaube, Lu braucht ein NSFW-Poster von Geralt. Ja, nee, das Poster, was ich habe, ist schon super. NSFW genug? Ich habe überlegt, ob ich es irgendwo hinhänge. Ich weiß noch nicht wo. Ich habe irgendwie Lust, dass du es mir mal zeigst. Auf dem Flur, wo alle Besucher das dann sehen können. Ja. Warum hängt da Geralts Hintern? Weil der gut im Flur aussieht. Genau. Du musst es zumindest so aufhängen, dass man es, wenn du die Tür aufmachst, dass man sieht, wenn man in die Wohnung reinguckt. Ja. Ich meine. Und dann sagst du, sein Hintern kam da auf dem Flur am besten zur Geltung. Ja. Ja. Und über das Spiel wirklich eines Tages nur für Lou ist das The Witcher 3. Und lass Geralt dabei gut aussehen beim Kämpfen. Aber ich habe gehört, Geralt kann keine Treppen. Na, schafft das schon. Treppen sieht ja manchmal richtig doof aus. Ich habe von meinem Kumpel gehört, dass da anscheinend das ist sein Schwachpunkt. Die Treppen sind der Schwach von ihm. Ich habe auch mal überlegt, ob ich mal ein paar Poster so an die Decke hänge. Oh. Du bist ja nur. Stell dir vor, du liegst da auf der Couch und siehst so ein Bild an der Decke. Dann bist du nur noch am Sabbern. Warum? Ich sabber nicht. Nee. Geralt sabbern. Also ich sag's mal so, Geralts Arsch, ich weiß nicht, Poster für die Decke, das wäre doch schwach hier, so ein großes Deckengemälde, das wär's doch. Ja. Mit so, ganze aber in so einer Pin-Up-Pose, bitte. Genau. Darf ich von so einem Gemälde haben, was so ein bisschen so eine Wasserwellen macht, wie bei Mario 64? Mit Geralts Arsch? Mit Geralts Arsch, genau. Mit Geralts Arsch ist immer eine gute Option. Also ein Wackelbild wie bei Mario 64 und dann denke ich, das ist ein neues Level und laufe dann dagegen und denke mir so, boah, der Arsch war ganz schön hart. Hast du draufgeboxt? Ja, draufgelaufen. Draufgelaufen, bong. Einfach Geralt in Sims erstellen. Du musst Geralt in Sims erstellen für mich. Mit dem Mod oder ohne den besonderen Mod? Das wäre dann privat. Ja, du siehst das ja eh nicht. Werdet ihr das eh nicht? Damit Samuels Monster-WG noch mehr Monster-WG wird. Ja, genau, und dann hast du Monster schlechter. Und einen Bodyguard für mich. Lass ihn zu mir ziehen, ich habe bestimmt ein Zimmer frei. Einfach direkt Beziehung hochballern und direkt Doppelbett. Beziehung hochballern und Doppelbett. Direkt erst um Hochzeit. Wieder um Hochzeit, Harem. Stimmt. Na gut, in meiner WG ist Harem nicht wirklich möglich. Warum? Nur doch, eigentlich schon. Eigentlich 20 Sims. In beiden Geschlechtern. Ich habe ein lackiertes Ei gefunden. Ist Ostern? Es ist auf jeden Fall Frühling. Ich glaube, es sind definitiv mehr weibliche Sims aufgefallen als männliche Sims. Da merkt man deine Präferenz. Aber Samuel, ich muss sagen, dass ihr wart lange dabei gestern. Natürlich, es muss ja auch, wer ist ich das schon? Ich meine,
Ich meine, gestern, nachdem ich fertig war, saß ich hier vielleicht noch 5 Minuten, da habe ich gesehen, du hast hier angefangen, Aquis zu erstellen, habe PC ausgemacht, bin nach Hause gefahren, war zu Hause, bin unter die Dusche gegangen, kam aus der Dusche raus, dachte mir so, guckst du mal kurz in den Stream rein, und wo warst du? Aquis, Hautfarbe. So nach über einer halben Stunde. Das ist wichtig. Ich habe einfach mit den Hautfarben gespielt, die war immer blau, dann war sie grün, dann war sie lila. Ihr schimpft sie einmal kurz blau, dann habe ich den Kommentar mit der Bleivergiftung abgegeben. Ja. Ich muss alles schon. Alles durchgemacht. Ja. Habe ich durchgemacht? Was? Wer hat was durchgemacht? Was? Du gesagt, du hast alles durchgemacht hier. Wer hat alles durchgemacht? Alle Hautfarben bei Sam. Nee, nicht Arke, Aquis. So, Aquis. Ah, ich habe den Namen falsch verstanden. Ich mach so immer alle Bilder von allen Sims, dann könnt ihr euch mal angucken, wie alle ausschauen. Nice. Ja. Ich habe heute auch schon mal erstellt. Ja, ich bin cute. Ja, cute. Ja, und hat sich herausgestellt, dass die Klamotten in Sims 4 nicht abu-gepufft sind. Yes. Es gibt keine Abu-Kleidung. Ja, nur bei mir, an Sims 3. Mod machen? Dafür war ich zu faul. Dafür war ich zu maul. Ich war zu faul dafür. König. Aber, Lu? Ja? Eine Eigenschaft weiß ich ja bei dir, Flash. Wie du gesagt hast, kokett. Das muss ja hin. Ja. Oder hoffnungslos romantisch? Oder unwiderstehlich? Unwiderstehlich. Ja, ich schick dem Mann auch mal dann alle verschiedenen Eigenschaften, weil ich kreiere ja manche auch off-stream, was gibt sonst, das zieht sich sonst bis nächstes Jahr oder so. Hast du irgendwie 5 Streams nur Charaktererstellung? Ach ja, nee, lass mal lieber. Wir sind auch bald wieder fertig, ne? Nee, nächstes Jahr fängt das Projekt dann erst richtig an. Genau, das Haus muss auch gebaut werden, also in 2 Jahren. Wahrscheinlich im Anschluss direkt noch Hennex erstellen. Ja, ich muss zugeben, ich hab's, glaube ich, mit 20 Sims ein bisschen übertrieben, oder? Weiß ich nicht. Nein, das ist vollkommen okay. Okay, dann ist ja gut. Also, wenn das okay ist, dann ist ja gut. Ich wollte halt definitiv meine Freunde alle reinbringen. Ja. So süß, so cute. Ja, ich wollte halt nicht, ich hab meine Hosenträger. Ich bin sehr zufrieden. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob du dabei warst. Wir hatten einfach Hennex. Habe ich einfach auf irgendeine Weste gedrückt, ne? Direkt in die Farben von seinem BNG gehabt. Aber Samael, wenn du deinen eigenen Charakter nicht mit Latzo so ein Karohemd gemacht hast, dann bin ich enttäuscht. Bauer Samael. Das kann man ja als zweiter Alter. Das ist der Beruf, Landwirt. Ja. Hallo, ich meine, warum? Man kann auch bei jedem Charakter mehrere, ich glaube bis zu 3 Alterskleidungen machen. Das kann man ja dann optional hinzufügen. Aber du brauchst noch einen Strohhut. Strohhut. Da hatten wir, du warst nicht dabei, ne? Nee, das war Freitag nach dem Sun Heaven Collab. Da habe ich noch ein bisschen Mario Maker gespielt. Und dann kamen wir zufällig irgendwie auf Landwirt und Bauern und Simulation. Und jetzt will ich Samael hier mit einer Latzhose und einem Karohemd ziehen. Und es wird schon. Mit so Gummistiefeln. Wollte ich jetzt machen? Ich wollte. Morgen ist Laternenfestival, ne? Das wisst ihr. Ja. Ja, ich komme gleich mit. Aber ich meine. Aber, Arke? Ja. Ich hätte dich auch zu einer Zauberin machen können. Warum hast du es nicht gemacht? Weil ich gefragt habe, was du bald sein wolltest. Aber ich kann es noch nachträglich machen. Was für Zauberer? Es gab doch nur Fee und Djinn oder sowas, oder? Ja, das Zauberer gibt's es auch. Es heißt halt Hexe, aber du zauberst halt nur. Ganz Zauber. Das mache ich ja halt. Ich mache auch einen Zauberer aus mir. Und das kannst du noch mit dem Mod nachträglich machen, wenn du dann noch die Zauberer mal haben willst. Ja, dann mach das wohl. Okay. Vielleicht kann ich ja auch einen Mod runterladen, wo es Abu-Ohren gibt. Dann hast du da wenigstens Ohren. Das wäre süß. Ja. Ich glaube, ich bleib da ganz Vanille, einfach Mensch. Ich meine, Vampir wäre cool, aber kann ich nicht sein, weil da muss ich nachts wach sein und nachts passiert auf den Aktienmärkten nichts. Ja. Aktuell habe ich, glaube ich, nur. Aktuell habe ich nur praktisch nur einen Vampir, wirklich. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Quomkai. Ja. Ja, Quomkai natürlich. Sie.
Und was bist du für ein Wesen? Ich? Mhm. Na gut, dass das dann nicht gibt, mache ich mich einfach als Zauberer. Ah. Ja. Und dann kann ich euch irgendwelche Fröschköpfe auf den Kopf zaubern. Für eine Zeit lang. Das ist wirklich möglich. Das läuft echt. Quack. Quack. Ich muss gerade überlegen, weil eigentlich Vampir würde bei mir ja auch ganz gut gehen. Ich könnte auch Vampir machen. Wie gesagt. Dann schreibe ich mir es eben auf. Es gibt Werwolf. Das hat Drachi gemacht. Wir haben gemerkt natürlich, dass der Werwolf nicht die typischen Wolfmerkmale hat. Einfach nur eine hässliche Fratze. Mit dem Unterbiss. Und ein paar Krallen und ein bisschen zu viele Wehen am Kopf. Und sieht einfach nur grauenvoll und hässlich aus. Ja. Diese Fotze. Ja, aber noch nicht mal ein weißer Wolfschnauze, noch nicht mal ein Wolfschwanz. Hast du diese Monster nie gespielt? Die Mozi-Erweiterung? Doch, der habe ich schon gespielt, aber ich habe es vergessen. Ich habe es nämlich lange nicht mehr gespielt. Ich schreibe mal kurz auf. Nur mich am Pion. Viel Spaß, Pierce, Ratchet und Clank. Ratchet und Clank. Ja, Pius hat im Challenge Mode angefangen. Ja. Hendrix wird der Businessman, hat er gesagt. Yes. Arke wird Präsidentin, also sie wird die Herrscher über die Welt übernehmen. Yes. Ich will ins Labor. Schick mich ins Labor. Vampir und Labor. Oh, gibt's einen Keller? Einen Keller wird's geben für deine Folterkammer, ja? Ja. Nein, ich bin ein Keller. Ja. Leon, willst du auch noch Ratchet und Clank spielen? Was ist das? Ja, ich fange sehr viele Fische an. Nein. Oh, Ratchet und Clank ist so toll. Ratchet und Clank muss ich die komplette Reihe noch nachholen. Ich kenne zwar nur zwei Spiele, aber ich fand das auch cool. Auch nicht davon gespielt, muss ich echt sagen. Ratchet Clank, komm mir nachher. Ich hatte nur einen Teil auf der PSP. Pius. Ich habe den bei Zack, ich habe eher bei Zacki zugeguckt. Selber gespielt. Nee, Pius hat den gespielt und dann habe ich auch angefangen. Weil ich fand die zwei Titel, die er mir gezeigt hat, echt cool. Echt cool, ja, doch. Sam, ich sehe dich. Was macht er? Spannert wieder durch ein Fenster oder Sam, was? Sam, lass die Kerze stehen. Sam, lass die Kerze stehen. Oh, dann fahr die Augen zu. Wie siehst du mich? Sam, mach dich schnell die Kerze wieder hin. Danke. Warum ist Sam, was ist hier in meinem Haus? Komm, lass mal nur klauen. Das ist nicht Hausfriedensbruch. Wir wohnen jetzt hier. Ah ja. Versuche hier zu schlafen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Nee, ich bin jetzt schon im Bett. Ich hab nichts geguckt. Ich guck weg. Ich hab nichts gesehen. Was ist denn hier drin? Ja, Leon, ich bin eigentlich auch ein Fan von CDs, aber manchmal ist es praktisch, wenn ich ein Spiel halt online habe, weil man es dann nur einmal holen muss. Stell dir mal vor, du bist am Schlafen, aber wenn da jemand rein. Moin! Nimm mal kurz die Kerze mit. Moin, ich nehme mal die Kerze mit. Tschüss. Ich bring morgen neue mit. Ja, ich fand die Reaktion so nice. Nach welchen Freunden. Sam, ich brauche die Kerzen für meine Folterkammer. Ja. Hallo? Ich muss den Doc ja irgendwas beten können hier. Eine Folterkammer? Hallo? Oh, eine Folterkammer? Jetzt. Naja, wenn er sich nicht benehmen kann. Und, dann und das, mein lieber Doc, ist mein Spielzimmer. Das ist mein geheimes Hobby. Also du hast dein Zimmer, ich hab mein Zimmer. Ja. Du behandelst Verletzungen und ich füge Menschen welche zu. Bestes Teamwork. We are not the same. Ich habe eine andere Vorstellung, wenn man Doktorspielchen macht. Wie gesagt, du behandelst die Verletzung, ich füge sie zu. Ja, Leon, also, sowas habe ich auch. Aber ja. Es ist halt weniger geworden, weil ich halt nicht einsehe, jedes Spiel halt zweimal zu kaufen, wenn ich mit Pius also zusammenspielen will. Deswegen kaufe ich die manchmal meistens online. Was meinst du? Du kannst doch, wenn du... Also auf der PlayStation ist es zum Beispiel so, dass du Accounts miteinander verbinden kannst. Ja. Und dementsprechend kannst du dann online ein Spiel kaufen. Und dann können die verbundenen Accounts das praktisch zusammenspielen. Oh, das wenn du halt
Wenn du halt praktisch eine zweite Playstation hast. Das ist echt praktisch. Mit der Disc geht das nicht. Oder im Game Pass funktioniert es halt auch mit dem Xbox Game Pass. Oder halt eine Xbox und so oder ein PC oder so hast. Das geht halt. Also du brauchst keinen. Also das Spiel muss nur runtergeladen sein, dafür brauchst du keine zwei Accounts. Was entdeckt? Als ob du sowas von mir verstecken kannst. Die Hoffnung sieht es nicht. Hä? Ich hab die Hoffnung, du siehst es nicht. Ara, Ara. Oh, das war süß. Ich hab Nasenbluten. Ja, ich hab ein paar Kanalblumen rausgemacht und hab dann neue gebraucht. Und Pius hat das reingeworfen. Warte? Ja, das ist ganz nein. Nichts! Was ist passiert? Das war, du hast übersteuert. Sorry. Nee, aber man hat nichts verstanden. Warum? Was ist denn passiert? Stille. Was ist passiert, habe ich gefragt. So. Hast du es gehört, Sam? Nee. War zu leise? War zu leise, ja. Warum bist du gerade so ausgerastet? Weil Sam Kanalpunkte eingelöst hat und ich jetzt ein Ara Ara und Uwu drin habe für Kanalpunkte. Ist doch gut. Das ist das Problem. Nein. Warte. Ich brauch. Zuerst Hydrate. Ich mach das Hydrate. Danke, Leon. Uwu? Oh, Gottes Willen. Ich kann den Fisch nicht einsammeln. Ach, jetzt. Nasenblut nur noch 3. Perfekt. Also viel Kanalpunkte habe ich gar nicht. Oh, Speicherverbot. Lu, willst du irgendwann mal Kaizo Mario spielen? Ja, bestimmt. Oh, Kaizo Mario. Für sowas muss man sich das aufheben. Ich habe einfach die Hoffnung, dass alles fest. Ich habe auch bei den beiden Dingern, glaube ich, einen Cooldown gesetzt. Also das kann auch nicht durchgespammt werden. Das finde ich ganz gut. Aber das waren jetzt die besten 20.000 Punkte, die ich habe. Achso, wir müssen zum Stadtdings gegen Festival. Ja. Towns after the PM? Es ist vormittags, ne? Müssen wir dann nachmittags? Ah, ja, schon, das macht Sinn. Nachmittags, ne? Ja. Ich bin immer noch verwirrt, dass das eine Wort einfach deutsch ist. Vormittag. What the fuck? Das ist ganz komisch. Ja. Hä, was ist das? Warum steht da Vormittag dann abgekürzt? Was ist los? Stimmt, warte, alles ist Englisch. Ja. Der komische aber das nicht. Hat seine Farbe geändert. Auch, Nachmittag steht da auch oben. Alles ist Englisch, außer das da. Sehr schön. Mir jetzt auf. Ja. Ich glaube, mein Internet ist gerade nicht stabil genug. Aufpassen. Beobachte das. Oh no. Oh Gott, ja, ich merk's. Oh. Es könnte jetzt ein Abbruch kommen. Also nicht. Nee, noch nicht. Ich will mich nicht erbrechen. Wir hören auch eh gleich auf. Aber... Ja, ihr wart gerade kurz robolastig. Und die Bäume sind weg. Irgendwann die Bäume abgehackt. Welche Bäume? Ja, die hinten. Die sind schon jetzt weg. Aber nur, was ich eben gesagt habe, das waren die besten 20.000, die ich gespendet habe. Das freut mich. Wie gesagt, es dauert sehr lange, dass die Bäume da wieder nachwachsen. Oh Mann. Muss man die irgendwie, keine Ahnung, wieder pflanzen oder so? Nein, die respawnen. Selber, ja. Aber die brauchen halt sehr lange. Danke. Ich hab nur kurz mal eure Streams ausgemacht dadurch. Ja, klar, dann macht die ruhig. Und mal guck, ob es sich stabilisiert. Macht die ruhig zu. Sollte eigentlich stabiler werden dann. Ja, ihr seid nicht mehr Robo. Gestern war es auch komisch, ne? Ich hab 40 gefunden! 40? 40! Ja, 40! Gestern war das komisch, ne? Ich hatte gestern bei OBS einen Verbindungsabbruch, aber konnte den Chat tropfen. Lass uns mal lesen. Wer von euch ist gerade in der Mine? Du? Ich nicht. Nö. Noch irgendjemand, weil ich sehe die ganze Zeit hier die Animation von diesem Dash. Ich hab eine Erdbeere gefunden. Warte mal, sind Erdbeeren auf Bäumen? Ich...
Eine gute Frage. Ich habe einen riesigen Schleim mit einer Krone aufgefunden, der einen Menschen drin hat. Dem Schleimkönig. Den habe ich auch eben gefunden. Der ist aggro. Hallo. Flauschebart. Hallo. Flauschebart. Flup, flup, flup. Blub, blub, blub. Du willst fighten oder was? Flausch ich deine Flügel. Ist. Yes. Schaden macht ich gleich. Flausch, flausch. Oh, das machen wir vielleicht jetzt nicht. Flausch, flausch, ich glaube, dem anderen macht viel Schaden. Ja, lol, 10 Schaden. Nee, den machen wir jetzt ganz sicher nicht. Macht eigentlich gleich wer noch weiter? Nee, ich wollte danach, dass ich noch weiter lernen gehen. Ja, nur fleißig. Ich hatte überlegt, ob ich noch Hennigs erstelle. Ja, dann. In Sims. Okay, dann überrede dich. Ich muss wach bleiben. Ja, warum? Deswegen. Ich muss mir das reinziehen. Yes. Wie schaut es bei dir aus, Bixchen? Machst du noch weiter? Nee, ich wollte noch diesen Tag zu Ende spielen und dann muss ich auch ins Bett. Ach, ja, stimmt. Ach, ich hab's ja gesagt. Oh, nee. Yes. Was genau machst du, Arke? Was hast du gesagt? Ich erstelle Hennigs in Sims 4. Ja. Ah. Weißt du, was ich auch noch erstelle? Pixel und Lulev! Oha! Machst du die heute alle oder machst du nur alle? Nee, ich mach erstmal Hennigs und dann schau ich mal. Okay. Also ich will noch Pixel, Lu, Hennigs und Spackel. Oh, Samal und ich sind fertig. Spackel nimmst du einfach. Wer ist das? Irgendein Sim. Fertig. Nein, Spaß. Aber was mit deinen Öhrchen? Wir müssen deine Öhrchen wiederbekommen. Ich hab dir den Mod geschickt, Ark, falls du das noch machen willst. Ich würde sagen, wir machen noch das Laternenfestival. Ja, das machen wir noch. Wir gucken uns noch ein Laternenfestival an. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Hallöchen. Zum Town Center, also in die Mitte wahrscheinlich von dem ganzen Bums. Okay. Und das ist erst nachmittags? Aber erst um 7 Uhr. Wir haben erst 12. Mhm. Gleich. Wir müssen hin, ich frage sie einfach. Kann man da alleine hin? Kann man da jemanden dazu einladen, mitzugehen? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Dates? Mal ausprobieren. Habe ich Dates gehört? Was gehört? Dates? Wo sind Dates? Wer ist Dates? Anne und wo Hennig, ist sie? Lass mal auf ein Date gehen. Madame, mach dir Welt. So, war weil ich fühle mich geschmeichelt. Mein Inventar ist so voll. Ich gehe ja, natürlich sehr gerne mit dir auf ein Date. Das hat ihn sehr überfordert. Bist du kaputt? Alles klar bei dir? Ich will dich irgendwie kaputt ankurbeln. Ein UFO-Date. Der UFO-lastig. Wie fängt der richtig das UFO-lastig? Das ist immer das Gespräch. Ne? So, UFO. Aber den Ofen und Ara war toll, Lu. Das war jetzt nie wieder. Das hat sie jetzt eingebrannt. Ja. Bis morgen. Ich hoffe, du hast daran gedacht, dir das zu klippen. Ich hab ja noch ein Ovo, ein privates Ovo. Das stimmt halt. Ja. Nimm mir das, so wäre das Klingelton. Gibst du dir dann das private Ovo? Nein, aber ich spare jetzt da weiter 10.000. Oh. Aber ich werde meine ganzen Punkte ausgeben, nur um das zu hören. Ganz Punkte. Das ist das Ziel. Jeder gibt einfach dafür Punkte aus. Ja. Wofür geben wir Punkte aus? Ich folge einfach Pixelchen. Hier noch Äpfelchen. Für Luz, Uwe. Ja, und Ara. Geht zu Capencho! Bleach! Yes! Bleach? Bleach! Ja, ich liebe Bleach. Bleach ist toll. Ich auch. Weißt du, was das Beste ist? Ich habe noch nie Bleach geschaut bisher. Das ist das Beste. Ja. Weil der ist wirklich gut. Ich habe gehört, wir schauen das Wochenende. Wir machen das so ein Bleach-Abend. Am Wochenende. Yes. Genau. Uri. Aber nicht dieses Wochenende. Das Schöne ist, morgen habe ich mein Sofa hier, das heißt, ich kann potenziell sogar ich hab hier pennen. Grad! Ja, du musst ja dazu sagen, Leute. Ich liebe mein Lieblingscharakter in Bleach ist voll underrated. Ich hab Jon gefragt, ob er mit mir auf ein Date geht. Und? Hat er ja gesagt, hat ne? Hat ja gesagt. Da siehst du.
Guck, da sind deine Ohren doch gar nicht so. Das ist doch gar nicht so schlimm, wenn deine Ohren nicht da sind. Hätte ja gesagt. Na, Tragos, will ich auch. Okay, Lu, was meintest du gerade, Lieblingscharakter aus Bleach? Ja, ich habe einen Lieblingscharakter, der halt nicht so beliebt ist wie andere. Es ist Con, oder? Nein. Du wirst nicht drauf kommen. Lu steht auf Antagonisten, ne? Er ist denn nicht beliebt? Ach du Heilige. Ja, denk mal nach. Denk mal nach. Pius sagt, ich bin komisch deswegen. Also nicht wirklich komisch, aber Pius sagt, er findet ihn gruselig. So. Achso, es ist ein R, okay. Könnte auch ein S sein. Kein S. Aber Pixel? Was? Ich habe gemerkt, ich muss dich in Sims erwachsen machen, weil die Haarfunktion, da hast du so wenig Haare für. Ich will keine Glatze haben. Hä? Ich will doch keine Glatze haben. Ich habe ein Museum, das vervollständigt. Die Haare, es gibt nicht viel Auswahl an Haaren. Okay. Das ist ein großes Pixelchen. Mhm. Aber man kann sich mit Mods schrumpfen, glaube ich. Könnte so eine Curse sein, teilweise. So mit ich lese gerade alle Bleach-Charaktere durch und überlese. So richtige... Nee, ich überlege gerade noch aus dem Kopf, bevor ich das mache. Dieser Typ mir tut. Jetzt habe ich. Einer von den Frauen. Wie hieß Manfred. Der? Moment. Welche Haarfarbe hat er denn? Gelb. Warte. Warte mal, war es richtig jetzt, ne? Wo ist er? Jetzt habe ich ein Date beim Doktor morgen, willst du mich verarschen? Ich auch. Majuri? Nee. Verdammt, okay. Ich sag ja, der Typ mit dem Hut. Haare? Keine Ahnung, wie der heißt. Ich kenne keine Bleach-Charakter. Ich weiß nur, dass er einen geschäften Hut anhat. Urahara ist es nicht. Urahara ist ja ziemlich beliebt. Ist er? Ja. Ich kenne ihn nicht. Der Verkäufer von Urahara. Es ist Ichigo selber. Nee, es ist nicht Ichigo. Unbeliebt. Ist er unbeliebt oder nur unbekannt? Es ist der Typ, der aus der Hölle kam. Aus der Hölle? Jo. Wer ist der Typ aus der Hölle? Ulquiorra? Nee, nicht Ulquiorra. Nicht die. Es gab so Füllerfolgen, wo doch. Nee, keine Füllerfolge. Okay. Ich gebe euch einen Tipp. Er war. Also, warte, wie nenne ich das? Er ist teilweise schon ein Shinigami. Kann aber nicht aus. Kanpachi, oder? Nee. Kanpachi ist der coolste. Eigentlich. Teilweise, habe ich gesagt, ne? Hm? Ich meine, ich weiß es ja. Ja, du weißt es, das ist so still. Deswegen bin ich so leise, ne? Wie sieht der denn aus? Sieht cool aus. Füllerfolgen, okay. Nee, er hatte schon. Pius, das ist aber ein großer Spoiler, wenn ich das sage. Achso. Keine Spoiler hier. Er lässt meine Welt manchmal Kopf stehen. Oh. Wortwörtlich. Oh. Mit Nasenbluten. Kann also die Welt umdrehen. Jetzt müsst ihr es eigentlich wissen, wer seine Fähigkeit kennt. Kenn ihn, ich hab keinen Moment. Da hat's geklingelt. Moment. Es ist Gin. Was? Gin Itimaru. Warum sollte Gin die Welt umdrehen können? Ich weiß es nicht. Ja. Muss ich noch einen Tipp kochen? Ich glaube, ich bin in meinem Rewatch wohl noch nicht so weit. Wie weit bist du denn? Ich bin noch sehr weit am Anfang, weil jetzt gut unterbrochen wurde. Ich bin eigentlich noch im Soul Society Arc. Gar nicht kennen. Im Rewatch. Da konnte mich erst danach. Ja, welcher Arc kam dann da? Oh. Nach dem Abend. Nein, ich weiß welcher. Ich glaube, ich weiß welcher. Ich weiß aber noch nicht mehr den Namen. Das war der Typ, der so diese Geister ausgetrieben hat. Ausgetrieben hat? Ja, dieser Superstar. Der Superstar? Ja. Ich weiß, wen du meinst, aber. Ja, das war doch so der. Oh. Superstar? Ich weiß es nicht, aber der hatte doch so einen Zauberstab und dann hat er doch Zauberstab? Ja,
So, er war doch so ein Superstar. Irgendwie, und dann haben doch die alle den so abgefeiert, dass er doch der größte Held ist, weil er doch irgendwie so Art Exorzist ist oder so. Guter Charakter. Der war so dumm. Der Don Kanonji, nicht Don Kanonji. Genau den! Genau den! Nein! Der und nicht der! Don Kanonji. Ich weiß die meistens nicht mehr die Namen von denen. Oh, es ist 7 Uhr nachmittags. Ab zum Fest. Okay, soll ich euch den Namen sagen? Das Bier wartet schon auf uns. Es ist Shinji. Ah. Oh. Na, no, da machst du immer noch keinen Klick. Moment. Aha. Ja. Ich hab grad mit der geredet, aber die will nicht. Gib mir Bier. Wo müssen wir denn hin? Ich rede gerade über ihre Haarfarbe. Die geht. Ja, vielleicht geht sie irgendwo hin. Was machst du da, Bob? Girls are always with you. Aber wo müssen wir denn hin? Keine Ahnung. Wo müssen wir hin? Das trinken wir einfach. Ich glaube, da steht after 7 p.m. Ist er mit 8 p.m. gemeint. Vielleicht werden wir einfach Bier saufen. Ja. Ja. Oh, wo bist du denn? Oh, da ist sie ja. Hallo. Lucia. Oh. Ja, wo sind die? Oh, ich hab's rausgelaufen. Die war vor dem Brunnen. Ja. Die war vor dem Brunnen. Jetzt können wir die Quest machen. Ich hab was getriggert. Ja, wir warten. Hallo, Pixi. Hallo. Jetzt sind wir am Laternenfestival. Ja. Ich bin Pixi, haben ein Date. Ja, ein Dreier-Date. Hallo. No. Oh, wir stehen alle ineinander. Mhm. Ja, nein. Ja. Nice. Ja. Wir wurden fusioniert. Laternenfestival. No. Yay. No. Abo. Oh Gott, wir müssen einen tollen Wunsch und so. Oh Gott, was wünsche ich mir denn? Was wünsche ich mir? Meine Ohren. Ich wünsche mir meine Ohren zurück. Ich wünsche mir auch Arkes Ohren. Wir wünschen uns alle einfach Arkes Ohren. Genau. Und jetzt? Was machen wir jetzt hier? Da ist er. Hallo. Should enjoy the festival. Der Doktor könnte bestimmt neue Ohren annähen. Ich folge einfach Arke. Kann ich jetzt auch mal mich bewegen? Kann ich irgendwas machen? Wer bist denn du da hinten? Irgendein alter Mann. Oh, wie schön. Der hat Plaschen. Was ist das denn? Ist das ein Soko? Oder der verkauft spezielle. Der verkauft einen Lantern Spirit als Dings. Als, Hier, wo ich stehe. Ist das ein Drache? Das ist ein Drache, der verkauft Drachen, der da hinten. Hier! Nice. Der hat eine Fähigkeit. Warte, wo stehst du? Warte mal, ich habe mich verloren. Hier hinten. Da hinten, der verkauft Drache. Drache, verkaufen, gib mir Geld. Nein, ich kann es mir nicht leisten. Ich bin armer Schlucker. Ich habe auch nicht genug Geld. Was verkauft? Und der verkauft Plüschtiere. Ich habe ihn mir gekauft. Einmal. Plüschtiere, ich bin. Lantern Spirit. Gegönnt, erstmal gegönnt. Jetzt bin ich arm. Und was kann ich denn mit dem Lantern Spirit machen? Was? Cable a leash to have them following you. Left click. Arke hat was entdeckt. Hier auf der Snackflasche, so cute! Hast du deine Ohren wieder gefunden? Nein, die Schlangenflasche ist sehr cute. Ja. Das war so ein Lub. Die chinesische Sternzeichen. Ich höre natürlich erstmal einen Dragon Plush, weil das meins ist. So. Meinst du eigentlich Tiger? Ich habe Schnecke sagen können. Ich bin ein Schlange geholt. Yes. Warum sind die alle so süße? Was hattest du denn? Schwein oder was? Ja. Ich dachte schon Schwein oder Ratte oder so. Ich glaube, meins war ein Schwein. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, meins ist Schwein. Was meinst du? Bei wem meinst du? Oh, jetzt kann ich besser schlafen. Ich hab das jetzt enjoyed. Kann ich jetzt wieder gehen? Tschüss. Hier bei Bernhard beginnt jetzt irgendwie ein Event. Ich glaube, wir können jetzt wieder gehen. Nee, bei Bernhard? Ich glaube, wir können nur zusammen. Weil hier steht, let's start. This will begin the event. Sag mal, das ging um dein chinesisches Sternzeichen. Wo ist denn das? Let's start! Warte, wo ist das? Wo ist das im Sternzeichen-Ding? Let's start? Wir müssen mit Bernhard reden. Hier bei I.I. mit, der hat Plushies. The Wishing! Nach dem chinesischen Sternzeichen. Let's start! Let's start! Wo let's start? Wo let's start mit wo? Mit wem habt ihr geredet, damit es jetzt startet? Mit Bernhard. Du musst da was kaufen, musst du aufs untere drücken, auf die Mitte. Ja.
Weißt du, ich hab was gebaut. Es war ein hübsches Festival. Ne? Oh ja, es ist voll schön. Wow, da fliegt ein Drachen. Was? Ich will sehen. Schrach. Sorry. Oh. Also wenn er gleich, ich muss gleich einen Screenshot machen. Es war Smaug, ein Feuerdrache aus dem Norden. Ich sag nicht umsonst, dreht mich manchmal ein bisschen leiser. Warum? Weil ich manchmal laut bin. Ist ja nicht schlimm. Es ist hier all next season, damit, ja. Ich hab damit kein Problem. Screenshot! Deswegen habe ich dich noch nie leise gemacht. Oh, ich kann mir Bonus. Jetzt kann ich mir Lanthörner aussuchen. Was nehme ich denn? Das Küken? Das Ticken? Ja, genau, jetzt sind sie natürlich nicht im Chat. Das ist so typisch, ne? Oh. Kiosk oder Chat, was soll ich nehmen? Oh, das. Oh mein Gott, das ist episch, oder? Oh, eine Chicken Lantern. Das ist geil, oder Chat? Was sagt ihr? Ich finde das auch cool. Ich nehme eine Chicken Lantern. Oh, ich nehm einen Rooster. Ich glaube, ich nehme City Chicken. Ich habe das City Chicken genommen. Ich muss auch Chicken nehmen. Weil das erinnert mich an Nugget. An Nugget. Nugget. Da, 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 El Bundy. Los, ja, El Bundy. Hast du gerade El Bundy? Genau, El Bundy. Ich hab Bundy. Welches hat ihr genommen? Oder Ted Bundy. Ich brauch ein neues Name-Tag. Mein Hase ist einfach Ted Bundy. Ted Bundy? Was? Warum? Ted Bundy, das ist ein Bunny, also Ted Bunny. Oh mein Gott. Ich wollte wieder gerade in Louis' Haus gehen. Ich wollte aber schlafen. Kann ich mein Plüschi jetzt irgendwo noch hinstellen? Ach so. Machen wir noch schnell den nächsten Tag oder wollen wir jetzt Schluss machen? Ich muss leider raus. Muss ich mich irgendwo aufschreiben? Oder wie lange geht denn noch der nächste Tag? Was wolltest du denn machen? Kaltes Date. Date, ja. Also Arka hat, glaube ich, auch ein Date. Ich habe auch ein Date, ja. Habt ihr beide morgen ein Date? Ja. Yes. Ja, dann machen wir noch einen Tag, okay? Dann gucken wir, dass wir ihn schnell machen. Ja, yes, ich habe auch Angst, dass wenn wir das dann machen, ich einfach vergesse. Ja, ich auch. Pixel konnte sich aber nicht. Dann machen wir das dann noch, den einen Tag. Oh mein Gott, ich gehe in sein Haus morgen. Oh. Ja, ich auch. Was macht denn... was macht denn in seinem Haus? Weiß nicht, vielleicht kocht er oder so mit mir. Hallöchen, Gurki, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? So. Nur kochen? Ich weiß nicht. Frag ihn. Weiß nicht, was der in seinem Haus vorhat. Hätte er da was Schönes vorbereitet? Keine Ahnung, was er vorbereitet hat. Ich hab was gekauft. Der hat eine Überraschung für dich. Ja. Eine er ganz hat einen richtigen Hasen für dich. Er hat einen richtigen Hasen für dich. Genau. Er will dir seine Hausschlange zeigen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Hallo, was sind das für Themen? Und manchmal will er noch andere Dinge zeigen. Ja. So wird das gemacht. Wie zum Beispiel seine Matchbox-Sammlung. Die möchte ja. Die Matchbox-Sammlung. Natürlich will er mir die Matchbox-Sammlung zeigen. Aber ich bin mir sicher, dass er die zeigen will. Hätte ich auch gemacht. Ich habe leider nur Bobby-Cars. Nur Bobby-Cars? Ja. Geht auch. Oh Gott, nein, bitte nicht, dass ich mal so ein kleines Pixel auf dem Bobby-Car vor. Wie bei Saw. Wie bei Saw. Dann nur auf dem Bobby-Car. So eine Pixelpuppe auf dem Bobby-Car. So. Willst du ein Spiel spielen? Fühl dich geflauscht, Gurki. War die Woche nicht so schön bisher? So. Oh Mann. Ach ja. Habt ihr schon mal ein neues gekauftes Portal entdeckt? Es ist nicht hübsch. Das ist sehr schön. Show me a portal. Das Portal. Das Selling Portal. Wo ist denn das? Das sieht echt. Ist das dumm? Da wo es immer ist. Ich bin dumm. Entschuldigung. Es hat keinen neuen Platz. Das steht da. Wow, wie sieht das denn aus? Oha, das sieht ja krass aus. Was da passiert? Das sieht richtig gut aus. Wer war das? Ich hab das gekauft. Akate Geld. Für 1500. Danke, Avo. No, Leon, du schaffst das. Drück dir die Daumen, das wird schon. Ich muss mein Dragon Pass platzieren. Boah, hier wird erstmal mein Wooster dahingestellt. Ich muss mein Huhn irgendwo jetzt hinstellen. Mein
Silly Chicken irgendwas. Forsthaus. Dragon hin. Hier, Lanterns. So, oder? Ich habe ja meine Spirits. Perfekt. Ja, gute Idee. Warum hast du eigentlich das gleiche Chicken wie ich? Weil ich das Chicken geil finde. Ich habe auch das Silly Chicken genommen. Leute, mal das Silly Chicken genommen, oder was? Nee, Hennings hat den Wooster genommen. Ach, mein Handy. Total, sieht ja so krank aus. Ja, ich finde das geil. Ja. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Ich kann auch heilig, kann auch heilig, aber nur meine liebe Laterne nicht. Wir haben heute Date mit Doktor. Ich warte. Was, habt ihr eigentlich nur, wer heißt das, gefarmt bei euren Selfcare oder auch gedatet? Wir haben nicht gedatet bis jetzt. Okay. Ich hatte Wichtigeres zu tun. Ich habe meine komplette Farm aufgebaut. Oh. Kannst du nebenbei daten, das geht doch auch. Ich sag's mal so, das reicht eigentlich wirklich, wenn die einfach nur die Farben von dem Safe State sind. Das ist kein Vergleich zu dem, was wir hier jetzt haben. Soll Jun um 10 Uhr früh treffen, aber er läuft gerade hier nicht da. Jun, stopp! Jun! Nein! Ich muss warten bis 5. Oh. Ah. PM ist nachmittags, ne? Ja. Yes. Ja. Okay. Dann stelle ich mich jetzt einfach wie ein Creep in sein Haus und warte. Ich stelle mir das gerade so vor. Du musst dann aber doch so richtig schwer ab. Also. Ja, das bin ich auch gerade. Ich kann war mit. Ja was. Warum kommst du mit? Ich weiß gar nicht, ob du in sein Haus kannst, weil du nicht mit ihm befreundet kann ich bist. Kann ich nicht. Befreundet. Aber da musst du so ganz creepy Friends. In der Ecke stehen. Mit ganz krasser Kleidung und die ganze Zeit so einen angeschrägten Kopf. So. Ja. Oder mit einem Messer in der Hand, so Yandere-mäßig. Ja. Da sehe ich dich. Ich habe ein Tuch mit dem gefunden. Mit einem Ring drin und mit Samen. Samen? Welche Samen? Weizen. Du wirst einfach kurzer Junogasai. Junogasai. Ich hab ein Date! Wow. Dann schlepp ihn ab ins Bett mit ihm. Ich ja nicht, wir haben nur 5 Herzen. Ich möchte mit dem Gastwirt einfach ein Date haben. Wie, du hast einen Ring gefunden? Vielleicht mach den Antrag. Ja, bestimmt. So. Willst du meine Fürstin, ne? Stimmt, das war, nee, den Ring habe ich schon, also das ist ein ganz normaler Ring. Wie kriegt man denn diese Silbermünzen Ring. In dem Game? Wie ist nur ein ganz normaler Ring? So ein Farmers Ring, weißt du, den du, oder, der kostet, den kann ich für 200 verkaufen. Ja geil, dann verkaufe ich den doch für 200. Oh, verkaufen klingt gut. Wieder Kohle holen. Ja, dann muss ich ja reinholen für das Teleskop, dass ich die auch so sehen, gekauft hab. No. Ach Gott, ich muss jetzt, mir ist jetzt gerade wieder eingefallen, es ist jetzt Sommer, jetzt ist wieder der Snackhuhn vor der Mine. Der Snackhuhn? Ja. Yes. Was? Aha. Ah, wir haben Sommer? Ja, wir haben Sommer. So, ich hab mit dem Date allein 2 Herzen gemacht. Zeig mir mal den Snackhuhn. Nö, ja, das ist gerade fertig, aber ich hab einen Plush bekommen. Aha, so ist es also. Ich muss in die Mine. Ich muss arbeiten. Vollpelz. Ich muss meine Pflicht erfüllen. Du musst eine Pflicht dafür, Ding, sagt ja, du machst die Pflichten in der Mine, okay, ich verstehe. Ja. Ich hab Kekse! Ich hab Cookies bekommen! Oh. Cookies! Ja, 5 Kekse. Cookies. Oh. Specialty of Grandness. Ich hab irgendeine Quest erledigt, da hab ich Kekse in der Hand gerückt bekommen. Und Aki, wie war dein Date? Ich hab vorbei? Okay. Wie, wir waren am Teich und haben geredet. Yeah. Worüber? Wie ich es im Zen Haven finde. Hier ist ein Doktor, glaube ich. Ich muss warten, bis. Ob ich mich hier gut fühle und was mein Plan all along war. So. Der sitzt da einfach nur. Ich habe einfach nur das geraten, wo ich dachte, dass Jonas gefällt. Und hat dir gefallen? Ich denke schon, ich habe 2 Herzen gemacht. Voll. Hast du auch über deine Ohren geredet, dass sie weg sind? Nein, das ist ihm gar nicht aufgefallen. Oha. Also ist das sehr gut. Ich gebe deinem Doktor jetzt ein Geschenk. Warum hat der ein Krankenbett bei sich zu Hause?
Das ist sein Folterbett. Jetzt mal ohne Witz, der hat ein Krankenbett stehen. Einfach so bei sich daheim. Der hat einen extra Raum, wo Arzneien und sowas stehen und ein Krankenbett. Das ist seine Form von Liebe. Ja, er bereitet sich vor, Lu. Er tut so, als würde er dich gesund heilen, macht dich aber nur kranker, um dann zu sagen, ich muss dich immer noch gesund heilen, um dich anders anzubinden. Lu, er möchte meistens ein Date mit dir. Ganz ein bisschen. Ja. Das liegt so. Können wir das jetzt nicht vorschieben? Nur so ein paar Stunden warten, Mann. Ich habe gerade mit dem Doktor geredet und habe einen Ring geschenkt. Warum schenkst du ihm einen Ring? Macht der den Ring? Ja, ich habe ein Herz gemacht. Wow. Dein Doktor fährt zweigleisig. Am Ende ist das nicht einfach so, sorry Lu, aber ich habe da jemand anderes. Da taucht Sama ihn so aus der Ecke auf. Es tut mir leid, ich stehe auf Männer. Ich habe dir etwas verschwiegen. Oh no. Ich wollte dich erst als Alibi-Frau benutzen, aber ich stehe eigentlich auf Männer. Ja. Oh, ich merke gerade Lu's bösen Blick. Ich lass lieber sein. So, ich mache hier Dates und alles, nur damit Sammy mir am Ende wegschnappt oder was? Ja. Such dir deinen eigenen Arzt, Mann. Aber es gibt nur einen Arzt. Eine Dreiecks. Arke, das hat nicht gewirkt. Nee. Hat nicht gewirkt? Das war ineffektiv. Manjo. Warum war das nicht effektiv? Hab mich nicht erschreckt. Wieso hast du dich nicht erschreckt? Manjo. Ist so, Manjo. Danke für das Hydrate, Forky. Ich kann mich nur erinnern, wo dich ein Hydrate erschreckt hat. Ja. Wie ich angespannt bin. Bei Resident Evil 4 könnte das auch funktionieren. Doktor, wo bist du? Er hat ein 2-Stunden-Date mit mir, lass ihn in Ruhe. Zeit für Doktorspielchen. Hallo. Hey Sam, aber sag mal, das ist dann aber bei euch ein Schwertkampf, oder? Ja. Ein Schwertkampf. Ja, weil die doch beide so einen Degen haben. Ja, ich weiß. Er holt die Goldmedaille im Fechten. Hey, genau. Aber warum will der sich so spät mit mir treffen, Mann? Weil er Samuel schon vorher genommen hat. Ja. Ich hatte gerade mit ihm ein kurzes Date gehabt. Der hat davor noch das Date mit Samuel. Wow. Nein, mach dir keinen Kopf. Dein Doktor ist safe. Der gehört ganz allein dir. Noch. Aber weißt du was? Es ist wenigstens bekannt gehen. Ihr kennt ja euch ja schon. Hey, wo habe ich jetzt 2 Fabric her? Ich bin 2 Fabric im Inventar. Er möchte mit dir unbedingt so spät, weil er hat Sachen mit dir vor. Ich meine, er will kochen oder so. Kochen, genau. Also ich denke, dass ich dann koche. Weißt du, ich denke direkt an Essen. Ich denke so, oh, da hat er Feierabend, da kann er kochen. Ja, okay. Ich bin mal nur auf ein Date. Es kommt drauf an. Ich hab Sachen mit dir vor. Was, Essen? Pommes gehört. Pommes? Nein, Bockwurst. Bockwurst. Wie? Mag ich nicht. Hühnchen, eine Pizza. Bratwurst? Mag ich nicht. Ein bisschen Pizza. Magst du überhaupt noch Wurst? Weißwurst? Nee. Also mag keine Würstchen, das steht fest. Nee, das ist gut zu wissen. Ja. Falls du wirklich mehr Essen bekommst von mir. Ich bin auch kein großer Würstchen-Fan. Also manchmal kein, schon. Auch nicht. Und Leute, wir reden jetzt von normalen Würstchen, ne, die man essen kann. Nicht von, ne? Wie das ich meine? Ja. Was magst du nicht, Lu? Tomaten. Tomaten, das weiß ich ja. Der Doktor kommt. Also erscheinen reicht bitte, ja? Hä? Erscheinen reicht. Ja, sag ihm das. Der hat sogar seinen Kittel aus. Warum hat er seinen Kittel aus? Oh, Lu, lass dich doch jetzt Sachen mit dir vor. Ich glaube, ich muss hier noch auf meinem zweiten Monitor noch einen anderen Stream öffnen. Ja, I'm ready. Ich bin ready für was auch immer. Also er macht auf jeden Fall Essen. Er sitzt auf der Couch. Ja, vielleicht will er ja ein bisschen einen Braten in die Regie. Ja. Der ist Helios. Die machen wahrscheinlich wirklich Essen, weil die Luft so heiß wird. Ja, im Backofen. Er backt dir was. Nein, Spaß. Du wirst seine eigene Eiweißpastete. Genau. Oh nein. Oh nein.
Pixel. Wurde da was in deinem Kopf losgelöst? Oh nein. Erzählt mir jetzt über seine Vergangenheit. Okay, oh, damals, als noch eine Frau war. Was? Und dann zu einem Zombie wurde, wurde ich zu einer Fee. Auch Leon. Oh nein. Zu guter Letzt wurde ich ein Drache, dann wurde ich ein Doktor. Warum nicht? Ist der Vergangenheit interessant? Puh. Ich definiere mich ja als Kreis. Sie erzählt mir gerade von einer Patientin, die er hatte. Die Tochter des Bürgermeisters. Sie hat eine Krankheit, die er nicht identifizieren konnte. Und am Ende ist sie halt gestorben. Und bevor sie gestorben ist, hat sie ihm Traumfänger geschenkt. Oh no. Das klingt ja das schon fast wie die Story der Ex. Ja, das ist aber gut, das ist jetzt irgendwie zäh. Ja. Und deswegen hat er seine damalige Insel verlassen, ist nach Sunhaven gekommen. No. Und da hat sich die ganze Zeit die Schuld dafür gegeben. Oh, siehst du mal, wahre Liebe. Schnapp ihn dir. Und jetzt ist er wieder glücklich durch dich. Genau. No. Ja. Wupp, wupp. Ja, er sagt gerade, I can still make myself happy and for me that starts with you. Lul. Lul. Und dann kommt Sam. Genau. Er sagt, ich bin die Medizin, die er braucht. Okay, ich hab da noch so eine Quest offen, wo ich dem Medizin bringen muss. Kann ich nicht einfach dich dahin gehen? Dann bring mich einfach hin, genau. Ernsthaft? Moment. Der schmeißt mich jetzt raus, weil er morgen früh einen Termin hat? Oh, ich rede von meiner Vergangenheit und jetzt verpiss dich. Er hat einen frühen Termin. Ach ja, und er will das hier jetzt so positiv enden lassen. Also verpiss dich. Früh. Tolles Date. Ja, also ich wieder auskommt, kann ich gehen. Okay, danke. Danke. Ich weiß nicht mal, ob wir jetzt, haben wir jetzt eine tiefere Ebene erreicht? Was war das jetzt? Seid ihr jetzt mehr als Friends? Seid ihr jetzt Freundschaft Plus? Ich weiß nicht. Ich habe die anderen Herzen ja auch immer noch nicht frei. Wieso hast du denn nicht frei? Zeig mal. Hä? Ich habe noch so die zehn verschlossenen Herzen. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriege, dass der sich öffnet. Was muss er denn da machen? Ja, die gute Frage, welches Haus vergrößern? Keine Ahnung. Google? Hast du mal Google gefragt? Ja, hab ich Google gefragt. Google sagt, bring ihn auf 15 Herzen. Ich bin so wie denn, wenn das Ding verschlossen ist. Google sagt, nein. Ich mag dein Outfit, Lu. Magst du mein Outfit? Er ist ja getragen und ist den Valentinstag. Ach so, ja. Ja. Das mag ich auch. Ich hab's es gelassen. Mhm. Genau wie das Tiefer-Outfit. Ich mag die Outfits. So, jetzt da ich bitter enttäuscht wurde, kann ich mich ins Bett legen. Das tiefe Outfit ist voll cool bei dir. Ja, steht dir. Ja, danke. Mega cool. Ich gib's auch. Hä? Ich stecke in einem Screen mit einem Fisch fest. Oh, Arthur hat ein Date mit einem Fisch. Echt jetzt? Es geht's wieder, hat bloß ein bisschen gedauert. Ich würde sagen, Date mit einem Fisch. Arthur hat Date mit Fisch. Ich hoffe, das ist ein sexy Fisch. Das wird ein bisschen blubberig und ich glaube, das Hauptthema ist, was überhaupt Seife ist. Seife? Was ist Seife? Henrik hat den gleichen Gedanken gehabt. Einfach SpongeBob zitiert. Jetzt. Nee, Leon, die kannst du mir gerne in Discord schicken. Und danach behandeln wir den Blubber. Genau. No. Die Folge mit dem Blubber ist auch geil. Yes. Er hat nur Wasser gebraucht, das darf nicht wahr sein. Ja. Eins Lu. Wartet, Tedeus, das Schneckenplasma. Ich liege im Bett. Ich liege auch im Bett, aber in meinem, nicht in Lu's. Sagen. Wir können es auch im Bett teilen, das ist nicht. Nein. Wieso haust du es denn in die Mitte durch? Nee, ich teile mit dir im Bett. Ja, genau, nach dem Tag machen wir ja eh Schluss. Yep. Ja. Als ob er sein Trauma einfach nur erzählen wollte und sagt so, ja dann, tschüss, ne? Ich hab gerade noch das ein Trauma erzählt.
hat ein bisschen Süßrückeholz geraspelt und so gesagt, ja hier, aber ich weiß, mit dir kann ich jetzt glücklich werden. Aber I'm sorry, ich habe morgen früh einen Termin und ich will, dass es positiv endet. Also geh. Ja. Und ich bin so, also geh, verpiss dich. So kann man auch Friendzone zeigen. Ja. Er hätte noch gefehlt, hätte da gesagt, ach ja, dann kannst du noch morgen mit diesen das mitbringen. Es irritiert mich halt, dass er sagt, ja, positives Ende, willst du positiv enden lassen? Was wäre es negativ gewesen, wenn ich da geblieben wäre oder was wäre dann passiert? Hä? Da gewesen wäre das zu negativ. Und verwiss dich. Ich habe keinen Bock auf deine Existenz.